Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Initiative der Utopische Raum im globalen Frankfurt. Ich sage Ihnen ganz kurz, wer ich bin. Ich bin Stefan Hebel, vertrete die Frankfurter Rundschau in dieser Initiative und bin auch dort noch als Autor, Journalist und Autor tätig. Ich möchte zuerst mal mich ganz herzlich bedanken, nicht nur bei Ihnen, dass Sie alle da sind, sondern auch bei der IG Metall, die uns diesen wunderbaren Raum zur Verfügung gestellt hat, und ganz speziell bei Bianca Huber, die organisatorisch alles getan hat, um das hier gelingen zu lassen. Vielen Dank, Bianca, du bist hier irgendwo. Bevor ich ans Podium abgebe an unsere Moderatorin Almut Popinga vom Institut für Sozialforschung, möchte ich Ihnen doch kurz die Initiative vorstellen. Aber vor allem möchte ich dann anschließend eine Einladung aussprechen. Zunächst zur Initiative. Der Utopische Raum im globalen Frankfurt ist als gemeinsame Initiative von der Stiftung Medico International, dem Institut für Sozialforschung und der Frankfurter Rundschau entstanden, verstärkt durch einige Einzelpersonen aus Wissenschaft und Kultur. Seit 2019, also seit 5 Jahren, veranstalten wir regelmäßig Vorträge und Diskussionen zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Und gemeinsam war und ist allen diesen Arbeiten der Versuch, Kritik an den bestehenden Verhältnissen mit einem utopischen Blick zu verbinden. Utopisch, muss man dann immer hinzufügen, nicht in dem Sinn, dass jenseits aller Realität irgendwelche Wolkenkuckucksheime entworfen werden sollen, sondern utopisch insofern, als wir das andere, das Bessere oder jedenfalls das Material für das andere und Bessere in den Widerständen und den Widersprüchen aufspüren, die die reale Welt ja trotz allem bietet. In dieser Saison, seit dem Herbst 2023, haben wir uns auf die Frage nach Alternativen zu einer neoliberalen Globalisierung konzentriert, die mit Autoritarismus und Einschränkung demokratischer Rechte, mit Vertreibung, Entwurzelung von Menschen, mit Naturzerstörung und unwürdigen Arbeitsbedingungen einhergeht. Wir haben über die Rechtsentwicklung und autoritäre Bedrohungen gesprochen, über alternative Modelle eines ökologischen Denkens, das der Natur eigene Rechte zugesteht, und heute also um das Verhältnis zwischen individueller Freiheit und sozialer Sicherheit. Und damit bin ich auch schon bei meiner Einladung. Alle diese Themen, die wir in dieser Saison behandelt haben und einige mehr, sollen wieder zur Debatte stehen, wenn sich im März die Global Assembly für Menschenrechte, Demokratie und globale Gerechtigkeit hier in Frankfurt treffen soll. Ungefähr 60 Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt sind eingeladen, über eine wirklich schwierige Frage zu diskutieren, nämlich, wie lassen sich grundlegende Rechte verteidigen und womöglich ausbauen in einer Zeit, die von autoritären Tendenzen, Naturzerstörung, Armut, Flucht und Vertreibung und von vielen Formen rassistischer, sexistischer oder kultureller Diskriminierung geprägt ist. Wir wissen, dass es Mut zur Utopie erfordert, sich dieser Frage in diesen Zeiten zu stellen. Aber wir freuen uns vor allem, dass die Menschen, die wir zur Global Assembly eingeladen haben, diesen Mut besitzen. Die Idee zu dieser Versammlung ist vor mehr als 2 Jahren in den Reihen der Initiative Der Utopische Raum entstanden. Anlass war damals der 175. Jahrestag der Nationalversammlung in der Paulskirche. Und wir waren der Auffassung, dass dem nationalen und demokratischen, mehr oder weniger demokratischen Aufbruch von 1848 heute nur gerecht werden kann, wer die Frage nach Demokratie und Menschenrechten im globalen Rahmen stellt. Wir konnten dann eine Reihe von Hilfsorganisationen und politischen Stiftungen für die Idee gewinnen. Auch die Stadt Frankfurt, das Hessische Wissenschaftsministerium und die Bundeszentrale für politische Bildung unterstützen das Vorhaben. Im Mai vergangenen Jahres waren schon 45 Eingeladene in Frankfurt, die sich in ihren Herkunftsregionen engagieren, oft unter erheblicher persönlicher Gefahr. Sie haben den geschützten Raum, den wir ihnen hier bieten konnten, zu intensiven Gesprächen genutzt und sie haben seitdem in thematischen Arbeitsgruppen digital getagt. Gemeinsam mit einer Reihe von Neueingeladenen werden sie die Ergebnisse vom 15. bis 18. März hier in Frankfurt diskutieren. Und, jetzt kommt die Einladung, sie werden sich der Öffentlichkeit präsentieren. Wir planen gemeinsam mit den Teilnehmenden Veranstaltungen zu den Themen Demokratie,
Autoritarismus, ökologisch-soziale Alternativen zur Naturzerstörung, Wege aus einer Ökonomie der Ungleichheit, Flucht und Migration. Wir sind jetzt noch sehr intensiv am Vorbereiten, aber genaue Inhalte können wir sicher bald veröffentlichen. Aber vielleicht wollen Sie sich jetzt schon die Termine notieren. Vom 15. bis 17. März wird es jeden Abend um 19 Uhr eine Abendveranstaltung mit unseren Gästen geben und am Sonntag, dem 17. März um 11 Uhr eine Matinee. Ich kann Ihnen zum Schluss versprechen, dass Sie, wenn Sie kommen, in diesen Märztagen Menschen begegnen werden, die sich das Engagement für Menschenrechte, Demokratie und Gerechtigkeit eben nicht nehmen lassen, auch wenn es manchmal utopisch erscheinen mag. Und ich bin sicher, dass der heutige Abend Sie darauf perfekt einstimmen wird. Und mit diesen Worten kann ich sehr gut weitergeben an Almut Popinger. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte, lieber Stefan. Du hast mir jetzt vorweggenommen, dass ich mich auch sehr freue, dass wir so viele Stühle dazustellen mussten und dass sie alle so zahlreich gekommen sind. Der Druck ist jetzt recht hoch, vor allem für euch. Genau, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu der heutigen Abendveranstaltung hier im Rahmen des utopischen Raums. Mein Name ist Almut Popinger, ich bin Mitglied der wissenschaftlichen Geschäftsführung am Institut für Sozialforschung hier in Frankfurt und als solche Teil des utopischen Raums. Der heutige Abend steht im Zeichen einer Gegenwartsdiagnose, denn allem Anschein nach ist irgendwas nicht in Ordnung mit unserem Freiheitsbegriff oder besser gesagt mit unserem Freiheitsverständnis. Denn während der Abbau von sozialen Infrastrukturen globale Existenz und Lebensweisen immer weiter entsichert und prekarisiert, geraten zivilgesellschaftliche Vorstöße und soziale Bewegungen, die diese krisendurchsetzten Verhältnisse verändern wollen, in den Verruf, individuelle Freiheiten als ein Grundpfeiler der demokratischen Ordnung angreifen oder abschaffen zu wollen. Welche Voraussetzungen braucht also Freiheit? Wie sind individuelle Freiheit und soziale Sicherheit in eine Balance zu bringen? Ist sie utopisch oder ist sie das nicht? Und welchen Beitrag kann die oder muss die Neuorganisation von Arbeit dazu leisten? Das auch natürlich im Kontext heute hier im IG Metall Forum eine Frage, die uns heute beschäftigen wird. Wir werden über diese Fragen heute mit den beiden Referentinnen Eva von Redeker und Nina Treu diskutieren und wir freuen uns sehr, dass ihr beide zugesagt habt und heute hier seid. Herzlich willkommen. Genau, bevor ich das Wort an die beiden Referentinnen übergebe, möchte ich natürlich beide gerne kurz vorstellen. Eva von Redeker ist Philosophin und Autorin. Sie war als Wissenschaftlerin unter anderem in Berlin, New York und Cambridge tätig und war zuletzt Marie Curie Fellow an der Universität von Verona. Eva von Redeker beschäftigt sich mit kritischer Theorie, feministischer Philosophie und Kapitalismuskritik. Zuletzt etwa forschte sie zu der Geschichte des Eigentums. Sie schreibt regelmäßig für die Zeit und richtet seit 2022 die philosophische Gesprächsreihe Eva and the Apple am Schauspiel Köln aus. 2023 ist im Fischer Verlag ihr Essay Bleibefreiheit erschienen, um das es heute unter anderem gehen wird. Nina Treu ist Autorin und Aktivistin. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft, Volkswirtschaft und dem öffentlichen Recht in Heidelberg und Paris mitbegründete sie 2011 das Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig, wo sie bis Ende 2022 tätig war und auch schon zu Gast im utopischen Raum, ne, als in dieser Funktion. 2023 leitete sie als Geschäftsführerin von Greenpeace den Bereich Wirtschaft und Gesellschaft. Aktuell engagiert sie sich als Wahlkampfkoordinatorin für die Spitzenkandidatin der Linkspartei zur Europawahl, Carola Rakete. Zu ihren Themenschwerpunkten zählen Klimagerechtigkeit, sozial-ökologische Transformation und der nachhaltige Umbau der Wirtschaft. Sie ist Mitherausgeberin des Buchs Zukunft für alle, eine Vision für 2048, in dem der utopische Gehalt, über den wir heute sprechen würden, möchten, bereits anklingt. Ich freue mich jetzt, das Wort an Eva zu übergeben. Wir haben ungefähr 90 Minuten heute Zeit, bis vielleicht viertel vor neun, und hören zunächst einen Vortrag von Eva, anschließend einen Kommentar von Nina und haben dann genug Zeit, hier auf dem Podium zu diskutieren und dann auch recht schnell mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, lieber Almut. Ich würde ja am liebsten gleich losdiskutieren, jetzt wo auch so viele Leute da sind. Ich glaube, das ist nicht so vorgesehen. Also versuche ich ein bisschen was auszupacken, bevor wir dann ins Gespräch kommen. Ja, vielleicht können wir das noch ein bisschen höher machen. Jetzt muss ich mich so nach vorne beugen oder ich stelle es zumindest näher ran. Je horizontaler die sind, desto besser geht es ja auch. Oh wow, okay, muss ich mich gar nicht anstrengen. Also bitte gern wieder beklagen, wenn es zu weit weg ist. Das Problem ist, dass man immer seine Aufzeichnungen nicht sieht, aber ich rede ja eh am liebsten frei. Wie Almut schon sagte, stimmt irgendwas nicht so richtig mit dem Freiheitsbegriff in der Gegenwart. Und ich werde den ersten Teil meines Vortrags versuchen, das ein bisschen auseinander zu puzzeln, was da meiner Meinung nach los ist. Und dann gibt es eine Utopie, also jedenfalls eine Art Gegenvorschlag. Das andere Wort, um das gehen soll, war ja Sicherheit und vielleicht noch Arbeit heute Abend. Und es ist schon mal bemerkenswert, dass die Freiheit im Moment eigentlich immer, also außer wenn es um die Sicherheit geht, die angeblich Waffen herstellen, immer die Sicherheit trumpft. Und je sozialer die Sicherheit ist, desto mehr funktioniert im Moment Freiheit, um Sicherheit auszukegeln. Überhaupt ist es so, dass fast alle linken Anliegen im Moment einen sehr schweren Stand haben, weil es immer einen Furor der Freiheitsbeschwörung gibt, die ihnen entgegengehalten wird. Also zum Beispiel gegen den Klimaschutz werden die Autobahnen ausgebaut und die Freiheit des fließenden Verkehrs und der Zirkulation und der Bewegungsfreiheit Automobil beschworen. Gegen Quarantänemaßnahmen oder gegen Seuchenschutz wird die ungehinderte Ansteckung proklamiert. Gegen Diskriminierungsschutz wird für die Freiheit oder die Zirkulation der beleidigenden Worte gesprochen. Gegen sowas wie vielleicht Zaudern und Verhandeln wird die Wehrhaftigkeit und die freie Zirkulation der Waffen beschworen. Und sogar Versammlungen, also was wir Linke so als Hauptmittel benutzen, um das, was wir gerne sehen würden, durchzusetzen, also Demonstrationen, kann man im Namen der Bewegungsfreiheit aushebeln. Das hat Milei, der neue autoritäre argentinische Präsident, gerade vorgemacht, der nämlich gesagt hat, dass Demonstrationen eine Behinderung der Bewegungsfreiheit der restlichen normalen Bevölkerung darstellen. Und deswegen im Namen der Bewegung, im Namen der Freiheit, das Demonstrieren versucht zu verbieten. Und bei den Beispielen, die ich eben genannt habe, fiel auch vielleicht schon auf, dass es eine komische Verzerrung dessen gab, dass die Freiheit eigentlich erst dann anscheinend so richtig spürbar wird, wenn auch verletzt werden darf. Also gerade weil man weiß, dass irgendwas an dem Autofahren und dem weiteren Emittieren vielleicht problematisch ist, erst recht an dem besonders schnell Autofahren, ja, was ja auch sonst so gefährlich ist, gerade dann merkt man, dass darin die Freiheit besteht. Und ohne Maske sprechen zu können, ist genau dann, wenn man vielleicht jemanden ansteckt, plötzlich ein entscheidender Akt der Freiheit. Genauso wieder mit der Diskriminierung, ja, als ob man nur spüren würde, dass man frei spricht, wenn man damit jemand anders verletzt. Und dann kann der das ja nicht gewollt haben, dann war es wohl meine eigene Idee und mir nicht eingeflüstert vom Gegenüber. Also es gibt diesen Drall der Freiheitsausübung, die sich anscheinend nur noch in der verletzenden Aktion ihrer selbst und ihrer Ungezügeltheit versichern kann. Vielleicht geht es doch noch näher ins Mikro oder irgendwie. Wir sind hier zu mehreren. Also das ist eine gute Übung, langsamer zu sprechen, aber dann brauche ich wahrscheinlich doch die Dreiviertelstunde. Ich frage mich, ob ich es vielleicht dann doch rausnehme, weil ich sonst einfach so unbeweglich bin und ich rede ja auch gern mit den Händen, da habe ich wenigstens eine Hand frei. Gut, was passiert da mit diesem Kippen des Freiheitsbegriffs?
Mir scheint, dass das falsch beschrieben ist, wenn man einfach sagt, die Rechten haben sich irgendwie die Freiheit angeeignet. Also das ist nicht einfach eine Übernahme. Ja? So leer ist Freiheit nicht als signifikant, dass man da alles Mögliche mitmachen kann. Ich glaube auch nicht, obwohl das näher am Thema des heutigen Abends wäre, dass das ein Effekt ist, der jetzt erst durch die letzten 20, 30, 40 Jahre Neoliberalismus entstanden ist. So wie zum Beispiel Wendy Brown das manchmal beschreibt, dass dadurch, dass so viel soziale Sicherung abgebaut wurde, dadurch, dass die Werte des Markts alles andere überschrieben haben, jetzt so eine Art grassierender Nihilismus zum Durchbruch gekommen sei. Sondern ich glaube, dass das, was wir gerade erleben, am besten zu beschreiben ist als ein Zerbrechen der liberalen Freiheit, wie sie schon lange, also seit den frühen Vertragstheorien im 17. Jahrhundert, die westliche Moderne prägt. Also ich glaube, wir erleben gerade das Auseinanderbrechen von zwei Teilen des Freiheitsbegriffs, des ganz gängigen Freiheitsverständnisses, die immer schon nur ziemlich schwierig zusammenzuhalten oder verklammern waren. Die zwei Teile, wenn man sich einfach die normale liberale Definition von Freiheit angucken, sind auf der einen Seite die Willkür. Man ist im liberalen Verständnis frei, weil man sich selbst besitzt und über das, was nur einen selbst angeht und einem selbst gehört, willkürlich verfügen darf. Das ist die Eigentümerfreiheit, die sagt, egal was du machen willst, du musst dich nicht rechtfertigen, solange es nur dein eigenes betrifft. Und diese Freiheit hat natürlich gleich sofort, damit sie nicht ins Asoziale kippt, die Beschränkung eingebaut, dass man nämlich da aufhören muss zu agieren, wo die Freiheit der anderen anfängt oder wo das Eigentum der anderen anfängt. Also es gibt auf der einen Seite diese Willkür des Eigentümers und auf der anderen Seite die Schranke der besitzförmigen Ansprüche der anderen. Das kann man auch beschreiben als Freiheit und Verantwortung oder Rechte und Pflichten. Aber jedenfalls ist es ein Bild, wo jeder in seinem Radius oder in seiner Scholle agiert. Marx hat das sehr schön beschrieben als die Tristesse der bürgerlichen Gesellschaft, in der die anderen uns immer als Schranken gegenüberstehen und nie immer als Grenze unserer Freiheit, nicht als mögliche Verwirklichung dessen. Er hat dabei aber meiner Meinung nach nicht genug bedacht, dass es viele andere gab und weiterhin gibt, die ja gar nicht diesen Status des Rechtssubjekts haben. Also die Ansprüche der Rassifizierten, die Ansprüche der weiblich Vergeschlechtlichten oder der Reproduktionsarbeit, die Ansprüche der Natur sind nicht geschützt als etwas, vor dem wir Halt machen müssen mit unseren Verwertungsansprüchen. Das ist gerade das, worüber man verfügen darf und wo diejenigen, die Besitzindividuen sind, ihre Freiheit eigentlich jenseits der Schranke, die da sein könnte, erfahren, nicht diesseits, indem sie sich zurückhalten. Es ist also immer schon eine schwierige Balance zwischen diesem Besitzanspruch und den Grenzen. In der Gegenwart stellt sich das jetzt so dar, als wäre das in zwei Teile zersprungen. In den politischen Debatten, die ich eben so ein bisschen skizziert habe, ist es oft so, dass auf der einen Seite diejenigen stehen, die wie mit so einer Scherbe, ja, mit der einen Hälfte der Freiheit wedeln und sagen, ich will machen können, was ich will. Nur wenn ich sagen kann, was ich will, bin ich frei. Oder nur mit meinem Auto, dass ich mir gar nichts sagen kann, fahre ich, wie ich will. Darin besteht meine Freiheit. Also ein losgekoppelter Willküranspruch, der gar nicht mehr anerkennt, dass es Grenzen, dass er da enden muss, wo die Ansprüche und Verletzbarkeiten der anderen anfangen. Und auf der anderen Seite gibt es so eine Art linksliberale Rücksichtsnahmepolitik, wo die Gegenseite in den Diskussionen oft dafür plädiert, dass das alles neu vermessen werden muss, weil wir eben neue Sachen wissen. Wir wissen, dass bestimmte Sprechweisen diskriminierend sind, das wussten wir vorher nicht. Wir wissen, dass bestimmte Arten, wie wir uns fortbewegen, wie wir uns ernähren, Auswirkungen haben auf die nächsten Generationen. Also muss man beschränken, was ändern, transformieren. Oft geht dabei aber die Freiheit ein Stück weit verloren oder wird nur noch so verschämt als Nebenwert adressiert, weil es eben tatsächlich so ist, dass es zunächst mal auch darum geht, gerade also an diesem Ende der Weltkugel, Ansprüche aufzugeben und gewissermaßen die Grenzen dessen, worüber wir verfügen können, viel enger zu ziehen. Da stehen sich dann gewissermaßen die Rücksichtnahme und die volle Willkür
ganz unvermittelt gegenüber. Und das ist gerade so auf Dauerschleife in allen möglichen politischen Arenen. Ja. Und immer wenn, besonders wenn sich etwas zum Eigentumsobjekt aufladen lässt, kann man es von rechts super politisieren mit Rekurs auf die Freiheit. Ja, das haben wir bei dieser Misere mit den Heizpumpen gesehen. Der Keller gehört einem ja. Das haben wir auch bei den Bauernprotesten gesehen, wo es durchaus auch ernsthafte Anliegen der Landwirtschaft gab. Aber das, was gezogen hat, war der billige Diesel. Ja? Also sozusagen der Besitzanspruch über etwas, wovon man eigentlich schon weiß, dass das so nicht so ganz weitergehen kann. Und diejenigen auf der anderen Seite drohen eben mit ihrem, die bloß noch auf die Rücksichtnahme und die Begrenzung schauen, drohen ein Stück weit die Freiheit als Kern unseres modernen Projekts aufzugeben. Das erlebe ich auch oft, wenn ich zum Beispiel mit AktivistInnen der letzten Generation diskutiere. Die sagen oft so, ach Eva, Freiheit, das ist eh vorbei. Es geht jetzt nur noch ums Überleben. Das finde ich katastrophal. Das halte ich auch für ein Missverständnis selbst dessen, was Überleben heißt, wenn man Mensch ist. Ja? Also das ist, gibt nie irgendein Level, wo nicht mehr auch ein Fünkchen Freiheit eingeschrieben wäre. Und um dieses Fünkchen Freiheit willen sind die Leben eben auch so kostbar. Ja? Also wir können nicht einfach aufhören, Freiheit zu fordern. Diejenigen, die gewissermaßen als Blockierer dieser Bewegungs- und Willkürfreiheit dastehen, haben manchmal sogar die Neigung, dann bis hin zu einer Art Rationalisierung der Rücksichtnahme oder des Leids oder der eigenen Erschöpfung im Sinne des notwendigen Opfers zu gehen. Also auch dadurch verliert man eigentlich die Freiheit aus dem Blick. Und mir scheint das, also das ist jetzt Ideologietheorie, das entschuldigt nicht die Idioten, aber es gibt einen rationalen Grund, weshalb diejenigen, die sagen, dann kümmere ich mich jetzt halt um gar nichts mehr, ich nehme auf niemanden Rücksicht, ich will einfach meine Freiheit haben, warum die historisch ein Stück weit im Recht sind. Weil es nämlich stimmt, dass wenn man alle Bedingungen, alle sozusagen notwendige Rücksichtnahme, zu der wir jetzt verpflichtet werden im Blick auf zukünftige Generationen, auf andere Teile des Globus, ernst nehme, dann wäre da so viel zu berücksichtigen, dass wirklich vor lauter Bedingungen man eigentlich die Freiheit nicht mehr sieht. Also da ist nicht mehr viel übrig. Also wenn man so in diesem liberalen Muster mit der Rücksichtnahme oder der Begrenzung denkt, stimmt es auch, dass uns irgendwas an der Freiheit schwindet. Und entweder manche Liberale machen das, schwenkt man dann um in so eine Art Opferdiskurs, als zum Beispiel Bejahung des Opfers. Ulrich hat das in der Zeit vor einer Weile schon in so einem großen Essay gemacht und gesagt, jede Zivilisation ist eben darauf angewiesen, dass man auch Opfer bringen kann. Im schlimmsten Fall kippt das dann aber auch in eine bellizistische Logik, in der man sozusagen heroisch im Kampf Opfer bringt und wir sind sehr weit weg von der ökofeministischen Utopie, für die diese ganze Reihe ja hoffentlich steht. Also scheint mir, man muss irgendwie anders aus diesem Dilemma raus. Ja? Wenn das die Lage ist, dass gerade die Freiheit so zerbricht und ich eben schon gesagt habe, einfach sagen, Freiheit sollen lassen, geben wir auf, ist überhaupt keine Lösung. Was macht man jetzt damit? Und eine Perspektive, die sich meiner Meinung nach eröffnet, kriegt man in den Blick, wenn man auf diejenigen, die da blockieren, also die sich auf die Straße kleben mit ihren Händen, die sagen, lass uns mal die ganzen globalen Migrationsströme anders ermöglichen, lass uns umweltverträgliche Formen des Wirtschaftens erfinden. All diejenigen, die für das Bleiben vom Fechi oder vom Hambi oder von allen hierher migrierten Mitbürgern plädieren, alle diese Bleibekämpfe kann man einerseits einfach nur als Blockade der Willkürfreiheit verstehen. Dann guckt man aber da drauf, immer noch aus diesem liberalen geometrischen Muster des Spielfelds. Man guckt sozusagen von oben auf die Freiheit und sagt, wo kann ich was machen, wo ist die Grenze? Und wenn man so guckt, dann hat man vergessen, dass es eigentlich Zeit gibt. Man schaut sich die liberale Freiheit immer nur im gegenwärtigen Moment an, als gäbe es keine Zukunft. Und da wir uns im Moment eh so fühlen, dass es gar keine Zukunft gibt, ist es auch noch schwerer, aus diesem Blickwinkel auszusteigen. Aber die Bewegungsfreiheit ist eine Freiheit, die man immer nur
synchron, immer nur in einem präsentischen Augenblick abmessen kann, wie auf so einem Spielfeld. Und auf so einem Spielfeld, wenn man nur von oben guckt, sind natürlich alle anderen so Hindernisse, die stehen einem im Weg rum. Wenn man aber denkt, dass ja die Zeit weitergeht, dann kommt alles darauf an, was die anderen machen. Entweder attackieren sie uns oder konkurrieren mit uns, natürlich das Naheliegendere in der bürgerlichen Gesellschaft, dann sind sie wirkliche Schranken unserer Freiheit. Sie könnten aber auch, und das ist das, was Marx meint, wenn er sagt, der andere könnte die Verwirklichung meiner Freiheit sein, sie könnten uns ja auch helfen. Man könnte kooperieren. Also wenn man sich über die Zeit hinweg vorstellt, dass es da andere und gegenüber gibt, dann könnten die auch die Ressource einer größeren Freiheit sein. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir überhaupt den Freiheitsbegriff retten können in der gegenwärtigen Zeit, das nur können, wenn wir ihn aufhören, räumlich als Bewegungsfreiheit zu verstehen, in der wir mehr oder weniger Willkürspielraum haben, und anfangen, Freiheit als eine zeitliche Verheißung zu verstehen. Wenn man das, also das Wort, was ich dafür immer ausprobiere, ist Bleibefreiheit, das ist der Titel von dem Buch, wenn man das Bleibefreiheit nennt, dann ist das räumlich gesehen sowas wie der Nullpunkt der Freiheit. Also man bleibt irgendwo, man bewegt sich nicht. Aber zeitlich gesehen ist es das Maximum. Denn dass ich bleiben kann, heißt, dass es weitergeht. Dass mir die Zeit gewährt ist, fortzuexistieren. Dass ich mich erholen kann. Dass ich nicht irgendwie in dieser Erschöpfung versickere, sondern dass ich frei bleiben kann. Dafür müsste zum Beispiel die Welt bewohnbar bleiben. Es ist viel voraussetzungsreicher als die Bewegungsfreiheit. Die Bleibefreiheit fordert, dass andere mit mir kooperieren und die Bedingungen des Lebens sichern und zur Verfügung stellen. Und natürlich ist es dann nur Freiheit, wenn man auch weg könnte. Sonst wäre es Bleiben, Ausrufezeichen. Also das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist Bleibefreiheit. Das heißt, man könnte auch woanders hingehen, aber auch dann wiederum ist die entscheidende Frage, kann man da ankommen und bleiben? Und also manchmal wird mir so gesagt, Eva, Bleibefreiheit, bist du jetzt irgendwie gegen Migration oder was? Aber der Witz ist ja, dass wir aufhören, Migration so zu beschreiben, als sei das so eine Art großes Privileg, was wir denjenigen gönnen, die hierher kommen. Wow, der hat viel mehr Bewegungsfreiheit als ich. Ist ja totaler Quatsch. Ja? Wir, also außer wenn jetzt doch wirklich der Jetstream, der Golfstrom ausfällt, wir haben viel mehr Bleibefreiheit. In anderen Weltregionen im globalen Süden gibt es keine Bleibefreiheit. Zum Teil auch wegen den Klimawandelfolgen, die wir direkt verursacht haben. Zum Teil wegen Waffengewalt, für die wir die Munition liefern. Und wenn man dann sagt, diejenigen, die eigentlich schon ihre Bleibefreiheit verloren haben oder denen sie geraubt wurde, wäre ja das Mindeste zuzugestehen, dass sie dann anderswo, wo sie es noch besser leben lässt, ankommen und bleiben können. Ja? Also das ist dann sozusagen gar nicht mehr die gönnerhafte große Bewegungsfreiheit, die man garantiert, sondern man sagt, nee, natürlich, also wer die Bleibefreiheit verliert, muss sie zumindest woanders wiederbekommen und kann ja auch wiederum als Kooperationspartner ankommen. Das wäre also die Bleibefreiheit-Perspektive auf Migration. Ich hatte aber eben gesagt, es soll um Zeit gehen. Und damit meine ich eigentlich nicht nur Zeit im Sinne von, man soll später auch noch frei sein. Also ich habe jetzt eine bestimmte Bewegungsfreiheit und ich will versuchen zu verhindern, dass, weil Teile des Kontinents unter Wasser stehen, die später geschrumpft ist und weniger Bewegungsfreiheit ist. Nicht nur dieselbe Freiheit über die Zeit hinweg, dieselbe Bewegungsfreiheit, sondern eine anders verstandene Freiheit, eine zeitlich verstandene Freiheit. Kann man sich das überhaupt vorstellen, dass Freiheit nicht ist, Raum zu haben, sondern dass Freiheit darin bestünde, Zeit zu haben? Und also ein Indiz dafür, dass das, glaube ich, durchaus einen Nerv trifft im Moment, ist, dass es ja auch viele Kämpfe darum gibt, einfach mehr Lebenszeit über zu haben. Ja? Dass man versucht, Arbeitszeit zu reduzieren, dass wir schockiert darüber sind, dass die Lebenserwartung abnimmt, auch in den westlichen Ländern wieder. Dass Zeit eine sehr prekäre und kostbare Ressource ist. Trotzdem scheint mir, dass bloßes Zeithaben natürlich nicht reicht. Also man kann Zeit haben und man ist überhaupt nicht frei. Zeit haben und gefangen sein, deprimiert sein, entfremdet leben. Also bloße Zeit ist noch keine freie Zeit.
Und das Buch funktioniert dann so, und ich werde das jetzt gleich ein bisschen stärker aufs Arbeitsleben zugespitzt nacherzählen, dass ich der Meinung bin, dass es drei verschiedene Typen von Zeit braucht, die Menschen haben müssen, um frei zu sein. Also das ist in der Philosophie, sagt man, eine Phänomenologie, das ist so eine Art erfahrungsbasierte Beschreibung von drei oder Typologie von drei verschiedenen Arten, Zeit zu erleben. Und der Clou daran ist, dass ich genau nicht sagen will, frei sind wir, wenn uns unsere Zeit gehört. Das könnte man auch sagen. Das sagt zum Beispiel Martin Hägglund, so ein ganz berühmter existenzialistischer Marxist aus Yale. Das finde ich falsch, weil Zeit nichts ist, was man einfach kontrollieren kann. Und die Zeit, die wir perfekt kontrollieren können, ist oft auch nicht die freiste Zeit. Also wenn man so ganz minutiös schafft, seinen Tag zu strukturieren, sind es ja oft nicht die Momente, in denen man sich wirklich frei und handlungsfähig fühlt. Manchmal ist es gerade so, dass wenn einem die Zeit aus der Hand genommen wird, ja, man verliebt sich frisch, die politische Mobilisierung gelingt, plötzlich ist die ganze Straße voll, da gehört einem die Zeit am wenigsten, aber man ist am freisten und hat dieses Lebendigkeitsgefühl. Deswegen scheint mir, man muss freie Zeit irgendwie anders verstehen als die Zeit, die man besitzt. Das ist eine Sackgasse, glaube ich. Also, was wäre dann die Qualität oder was wären die Qualitäten der Zeit? Und ich glaube, die erste, die im Moment auch sehr nahe liegt, ist zu sagen, es muss eine Zeit sein, die für mich erfüllt ist. Es muss sozusagen Zeit sein, die mir erlaubt, dass ich handeln kann und auch nicht festgelegt bin. Die Zeit darf nicht jemand anders immer schon gehören, sondern die Zeit muss offen sein für das, was Hannah Arendt Neuanfänge nennen würde. Also dafür, dass ich agieren und tun kann und mich beziehen kann auf möglichst viel in der Welt. Also Zeit als Potentialität oder Zeit der Selbstwiedergeburt, könnte man mit Arendt sagen. Trotzdem passiert das natürlich nur, wenn man wirklich lebt. Also diese eben so öde und so ein bisschen als nicht frei genug erscheinende Zeit, die Zeit der bloßen endlichen Spanne, das eine einzige Leben, was irgendwann endet, die brauchen wir auch, um als Menschen frei zu sein. Und neben dieser linearen Zeit der bloßen Existenz und der gewissermaßen in Potentialitäten aufgefächerten, spontanen Zeit des Anfangenkönnens, also die erfüllte Zeit, die Zeit der Neubeginne, die dann schon qualitativ freier ist als die bloße Existenz, brauchen wir meiner Meinung nach eine dritte, nämlich die Zeit, in der wir uns erholen. Und das ist eine andere Form, also eine andere Gestalt der Zeit als dieses Auffächernde des Neubeginns. Das ist eher eine zyklische, organische, regenerierende Zeit. Das ist eine Zeit, die erst recht nicht unsere Zeit ist, sondern die eigentlich eine Zeit der ökologischen Stoffwechsel, würde Marx sagen, ja, der Kreisläufe durch das ganze planetare Ökosystem hindurch ist. Wenn wir wirklich nicht verdinglicht über die Welt nachdenken wollen, nicht wie immer schon ein Besitzer, der sich was nehmen und ins Regal einsortieren kann, müssen wir die Welt, glaube ich, als zeitliches Gebilde verstehen, als etwas, worin jedes Ding seine Zeit hat im Sinne von die Spanne seiner Herstellung und Wiederherstellung. Das sind ganz unterschiedliche Spannen natürlich. Ja? Also der Baum hier jetzt vielleicht so 10 Jahre, ja? Der Kalksandstein hier in der Mauer, da sind manche Sachen drin, sind 10.000 Jahre und andere 2. Und dann ist da die Zeit der menschlichen Arbeit eingeflossen, die das gemacht hat. Alles, was lebendig ist, ist an der Schnittstelle von ganz vielen verschiedenen Kreisläufen der Wiederherstellung oder Erholung. Und das ist nicht immer gezielte Arbeit. Also als menschliche Arbeit wäre, würde man sagen, Reproduktionsarbeit, die Arbeit, die das Leben herstellt. Aber die Natur vollzieht auch die Wiederherstellung sehr vieler Dinge, die die politische Theorie bisher die letzten paar hundert Jahre immer für vollkommen selbstverständlich genommen hat, weil niemand sich vorstellen könnte, dass uns wirklich die Atemluft ausgehen könnte, dass das saubere Wasser ausgehen könnte. Dass Locke hatte die Vorstellung, dass bebaubares, fruchtbares Land vollkommen unendlich ist, da immer mehr von gibt. Jetzt merken wir, wenn wir so weiterwirtschaften, wie wir es jetzt tun, ist in 10, 20 Jahren die Hälfte des Bodens nicht mehr fruchtbar. Also es ist eine völlig andere Erde, auf der wir jetzt
über Freiheit nachdenken müssen. Und deswegen werden plötzlich, glaube ich, also in diesem Moment des Übergangs vom Holozän zum Anthropozän, diese Erholungs- und Regenerationsschlaufen so wichtig. Und wenn wir das jetzt nochmal rückwärts durchgehen von den Arbeitskämpfen aus, dann bekommt man damit, glaube ich, ganz gut im Blick, dass eine der größten Kämpfe oder Arbeitsspannungen in der Arbeitswelt über die letzten Jahre hin eigentlich so Phänomene waren, die in dem klassischen Modell des Arbeitskampfes als offener, organisierter Streik gar nicht aufgehen, nämlich solche Phänomene des Quiet Quitting und des, der Arbeitsniederlegung. Also dass zum Beispiel in den USA, also vor 2 Jahren, jeden Monat 4 Millionen Menschen ihre Jobs gekündigt haben. Also das sind über 3% und in Deutschland waren es sogar noch mehr. Der Arbeiterschaft insgesamt hat gekündigt. Das war natürlich, daraus wurde keine riesige Revolte, weil die dann irgendwann sich wieder einen neuen Job suchen mussten, um ihre Miete zu bezahlen. Aber die, nachdem in der Pandemie ein Stück weit Sachen zum Stillstand gekommen waren, ein bisschen Homeoffice, manche in privilegierten Jobs Homeoffice-Erfahrungen hatten und viele einfach richtig kaputt waren, weil die Zeit so schlimm war, gab es diese große Ermüdung, überhaupt nicht mehr weiter an der Lohnarbeit teilnehmen zu wollen. Und das hat die, und das ist kein bloßes White-Collar-Phänomen, also das trifft den Gesundheitssektor und die Logistik, also gerade so Fernfahrer, ganz besonders stark, dass eben viele Leute einfach gesagt haben, nee, das mache ich nicht mehr, ich höre auf. Also ich bin so erschöpft, will hier jetzt nicht mehr weiterarbeiten, ich mache lieber weniger, ich reduziere. Besonders intensiv wurde der Kampf in China geführt, das haben vielleicht manche von Ihnen gehört, diese Tanping-Lying-Flat-Bewegung, also wo das ist auch so ein richtiges Internet-Meme und da gerade jungen Menschen war, dass die sich mal fotografiert haben, wie sie einfach nur erschöpft auf dem Sofa lagen in irgendeiner kleinen Wohnung und gesagt haben, ich mache das einfach alles nicht mit, ist mir egal, ich will mir kein Auto verdienen, ich will nicht heiraten, keine Familie, keine Kinder, kein Eigenheim, ich will einfach nur meine Ruhe haben und dann sozusagen dieses Lie-In als Erschöpfungsstreikform inszeniert haben gegen diesen irrsinnigen Turbo-Staatskapitalismus, der da herrscht. Und diese Erschöpfung als Zeichen der gegenwärtigen Arbeitswelt ist was, was eigentlich noch die hochqualifizierte Fachkraft mit dem letzten Grashalm teilt. Also das ist was, was gerade durch alle lebendige organische Natur sich durchzieht. Also es ist ein unglaubliches Potenzial, aber auch eine sehr bedrohliche Perspektive, dass sozusagen schon so viel Zeit, die es eigentlich bräuchte, um für die Zukunft das Leben herzustellen, am Ablaufen ist. Also Artensterben ist zum Beispiel eine Art, wie, wo man wirklich sieht, diese Wiederherstellung ist nicht möglich. Für Arbeitskämpfe im Konkreten heißt das natürlich, für Arbeitsbedingungen zu streiten, in denen man sich auch regenerieren kann. Das heißt aber auch, Arbeit so auszurichten, dass sie sich primär auf die Zyklen richtet, die wegzubrechen drohen und von denen unser Überleben abhängt. Also ich glaube, wir können uns gar nicht mehr leisten, den Großteil der Arbeit vom Profitmotiv zuordnen zu lassen, sozusagen da die Arbeitskraft hinzubringen, wo sie für den Markt ertragreich ist, weil so viel anderes dann ungetan bleibt. Also und zwar nicht nur Sorgearbeit, sondern auch das Löschen von Waldbränden und die Nothilfe, für die Medico hier steht und die regenerative Landwirtschaft, die viel mehr menschliche Arbeit wieder benötigen wird, als die Art von industrieller Landwirtschaft, die wir im Moment haben. Also es gibt sozusagen auch eine Umorientierung dessen, worauf die Arbeit gerichtet wird. Das kann aber ja nur wünschenswert sein, wenn es gelingt, diese Sachen so zu organisieren, dass es auch unentfremdete und ein Stück weit zwanglose Arbeit ist. Und das wäre dann genau dieses Motiv der erfüllten Zeit, also der Empfindung, dass das, was ich tue, auch spontan und selbstbestimmt ist und ich nicht einfach in einer drakonischen Plan- und Überlebenswirtschaft jetzt mit mühsam den Wald lösche, und weil sonst komme ich ins Strafgefangenenlager, sondern die unentfremdete, freiwillige Zuwendung zu den Aufgaben, die eben notwendig wären. Und ich meine, Feuerwehr beruhigenderweise, zumindest auf dem Land, ist ja nach wie vor ein freiwillig getragener Verein. Also es gibt durchaus Anzeichen. Und dass es auch einen viel höheren Motivationsgrad gibt für die Tätigkeiten, die versprechen, sinnvoll zu sein und sich auf Bedürfnisse richten. Und das ist in der
marxistischen Utopie unentfremdete Arbeit ja der entscheidende Faktor. Es ist die Idee, dass wir in einer Welt, in der wir unsere Tätigkeit spontan danach ausrichten können, was anderen nützt, viel glücklicher wären und sozusagen aus eigenem Antrieb eigentlich anfangen würden, bedürfnisorientiert zu handeln, weil wir darin überhaupt erst unsere eigene Macht und Fähigkeit spüren. Also frei sind wir nach Marx nicht, wenn wir endlich Feierabend haben und nicht mehr arbeiten müssen, sondern frei sind wir, wenn wir uns selbst verwirklichen in der Erfüllung der Bedürfnisse anderer. Und ich glaube, das ist was wir als linke Utopien nicht einfach verlieren dürfen, auch wenn in den kurz- und mittelfristigen Kämpfen wir sicherlich noch weit davon entfernt sind. Oder solche Empfindungen nur in sehr kleinen Parzellen zu spüren in der Lage sind, nämlich zum Beispiel in der Familienarbeit. Also eine große Kraft in den Arbeitskämpfen der Gegenwart sind ja die Forderungen, mehr, vor allem von Frauen und Feministinnen, mehr Zeit für Sorgearbeit zu haben, die gerechter zu verteilen, aber auch von der Lohnarbeit, von der Vollerwerbsarbeit ein Stück weit zurücktreten zu können, um die Arbeit zu machen, die sich eben kümmert und die in dem Sinne, dass sie sich direkt auf die Bedürfnisse des Lebens richtet, schon die Struktur der sozialistischen Arbeit hat. Oft ist sie eben dann durch patriarchale Zurichtungen herrschaftsförmig sozusagen vereigentümlicht. Aber es gibt darin schon einen Vorschein einer anderen unentfremdeten Arbeit. Und damit man wen ins Bett bringen kann, muss halt auch jemand das Bett gebaut haben. Ja? Und damit man wen füttern kann, muss jemand das Essen angebaut haben. Also man kommt immer von der Sorgearbeit auf alle anderen Bereiche der arbeitsteiligen Wirtschaft und Industrie. Und wenn man schon bei der Sorgearbeit ist, kommt man natürlich auch zurück zu dieser bloßen, banalen, linearen Struktur der Zeit des bloßen Weiterlebens. Und auch wenn ich vorhin sagte, nur zu leben reicht nicht für die Freiheit, ist es andersrum, aber so ohne Leben ist man auch nicht frei. Und auch das ist was in Arbeitskämpfen der Gegenwart auch hier im Westen eine große Rolle spielt. Also ich weiß nicht, wie weit Sie das verfolgt haben. Ja, letzten Frühjahr gab es ja die große Welle der Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich. Und hierzulande war man immer so ein bisschen so, mein Gott, was wollen denn die Franzosen? Und also jetzt mit 64 in Rente gehen, so, da träumen wir ja nur von. Vorher waren es ja 62. Aber die Gruppe, die diese Streiks besonders getragen hat, waren die Entsorgungsarbeiter, also die Müllmänner in Paris. Und wenn man sich die Statistiken anguckt zu Arbeitsunfällen und zu deren Lebenserwartung, dann liegt die 15 Jahre unter den durchschnittlichen französischen Männern. Die liegt bei 79, minus 15, 64. Das heißt, statistisch gesehen, wenn es eine Rente mit 64 statt 62 gäbe, gönnt man die nur noch Leichen in der Berufsgruppe. Also dieser Kampf gegen eine sozusagen Rentenreform ist ein Arbeitskampf um wirkliche Lebenszeit, also um bloß sozusagen endlich, dass man wenigstens am Ende noch 2 Jahre über hat. Und also das spricht natürlich auch wieder dafür, vielleicht die Erwerbsarbeit so zu strukturieren, dass man nicht erst am Ende irgendwann rauskommt. Genau, insofern diese drei Dimensionen, die lineare Zeit, die gefächerte erfüllte Zeit und die zyklische Erholungszeit, müssen zusammengedacht werden für ein emanzipatives Freiheitskonzept der Zukunft. Und damit man das so mit nach Hause nehmen kann, mache ich immer am Ende den Witz, dass ich so eine Art Fischers Fritze der Freiheit als Definition anzubieten habe. Also, ich sage es jetzt einmal und dann erkläre es. Bleibe Freiheit nach dem Modell, was ich eben versucht habe auszumalen, ist eine Fülle erfüllter Zeit, in einer Zeit der Fülle. Und die Fülle der Zeit ist eben möglichst viel lineare Lebenszeit. Die Fülle erfüllter Zeit, das ist die unentfremdete, selbstbestimmte, spontane Tätigkeit. In einer Zeit der Fülle, das ist die ökologische Regenerationsmöglichkeit. Also je mehr um einen rum lebt und wächst und gedeiht, umso freier ist man darin, wo man seine Arbeit einsetzt. Und je weniger, desto mehr schaut man nur noch nach Kartoffeln und sammelt Kartoffelkäfer ab. Auf diesem praktischen... nee, genau, ich würde auch eine andere praktische Sache sagen, da können wir vielleicht in der Diskussion wieder aufgreifen. Ich glaube, eine Art, diese drei Dimensionen zu adressieren mit einem radikalen Reformvorschlag, die im Moment in der Diskussion stehen, ist die,
des sogenannten öffentlichen Luxus, also oder auch Infrastruktursozialismus, also des bedingungslosen Zugangs bestimmter Segmente der Daseinsvorsorge. Und ich glaube, dass wir den Vorschlag brauchen, zu sagen, dass sowas wie Gesundheitssystem, Ernährung, Wohnen, vielleicht auch Transport, Bildung gesellschaftlich einfach offen stehen sollten. So wie es in England ja zum Beispiel schon das Gesundheitssystem tut, also jetzt wird es kaputt gespart, aber der NHS von der Idee her ist ein Gesundheitssystem, wo niemand sich rumquälen muss mit Krankenversicherungsaufnahmebögen und Abrechnungszetteln, sondern man geht einfach zum Arzt, weil es umsonst ist. Und das, diese Art der Freiheit, also it's free for all, die müssen wir, glaube ich, zurückerobern, um Freiheit wieder mit Sicherheit und auch mit einem linken Versprechen verbinden zu können. Also nicht so irgendwie nur reglementierten Schutz, sondern offener Zugang. Und der ist dann immer auch offener Zugang zu mehr Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war jetzt nur zu lang, weil ich so langsam reden musste. Guten Abend, auch von meiner Seite. Ich habe jetzt die große Schwierigkeit, Sie zu dieser späten Stunde nach dieser exzellenten Darstellung noch zu begeistern. Die Idee ist ja, dass ich einen Kommentar mache. Ich würde jetzt versuchen, sozusagen zu kommentieren im Sinne von, was habe ich gerade gehört, wie knüpft das an das, was ich so denke und zu was ich arbeite. Und dann noch anzuknüpfen an einerseits Zukunft für alle, diese Utopie, die ich zusammen mit anderen erarbeitet habe, die schon erwähnt wurde. Und drittens noch auf ein konkretes Umsetzen dieser Utopie in Anklang an Eva auch, nämlich Arbeitszeitverkürzung nochmal darzustellen. Das Kommentieren ist sozusagen jetzt eins von vorne durch, das ist sozusagen verschiedene Gedanken aneinander gereiht. Erstmal finde ich das, was du dargestellt hast zum Zerbrechen der Freiheit und warum sich das so zuspitzt, so eine ganz wichtige Beobachtung für unsere Gegenwart. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass unsere imperiale Lebensweise beruhend auf der Ausbeutung von Mensch und Natur und das nochmal mehr in anderen Teilen der Welt durch Kolonialismus, Neokolonialismus, dass das an seine Grenzen gerät und wirklich ganz deutlich spürbar wird. Also dieser ganz tägliche Kampf sozusagen, wie viel Auto darf eigentlich noch sein, ist eine Debatte innerhalb der Verkehrswende, die wiederum eine Debatte ist, um wie viel Zugang zu Öl haben wir noch, wie viele Emissionen dürfen wir eigentlich noch verbrauchen und was hat das eigentlich mit globaler Gerechtigkeit zu tun. Und dass das sozusagen wirklich inzwischen in unser tägliches Leben angekommen ist und leider oft eben nicht als das verhandelt wird. Ne? Also es wird dann verhandelt als, da wollen uns welche was wegnehmen und nicht als, welche Fragen von globaler Gerechtigkeit wirft das eigentlich auf. Und das Grundprinzip der Freiheitsausweitung von erstmals weißen, sehr privilegierten Männern und dann ausgeweitet auf eine größere Gesellschaft in Europa vor allem, basiert ja auf Landnahme in anderen Teilen der Welt. Und da das immer begrenzter wird, das hast du ja auch dargestellt, sozusagen jetzt bald geht der Boden aus und die Luft zum Atmen, führt sozusagen das immer weiter zu Einengung in allen Teilen der Welt und sozusagen diese ganz starke Begrenzung der Freiheit durch das Ende der Freiheit hier, finde ich, macht sich am besten deutlich in so Massenphänomenen von Suiziden von beispielsweise indischen Bauern und Bäuerinnen. Ne, also deren Freiheit so begrenzt ist durch das Regime, dem sie unterworfen sind mit gentechnisch veränderter Landwirtschaft und weg von ihrer Subsistenzwirtschaft. Und das steht in direktem Zusammenhang sozusagen zu der Idee der Freiheit, die beruht auf möglichst viel Profite zu machen im globalen Norden. Dann hast du auch das Beispiel gebracht der aktuellen Generation, auch jetzt symbolisch durch die letzte Generation, die sich festklebt und sagt, wir haben hier überhaupt keine Freiheiten mehr, es geht ums Überleben. Ich fand es auch während Corona ein sehr interessantes Phänomen, dass es mehr sozusagen Menschen gab mittleren Alters, die gesagt haben, die Einschränkung von unserer Freiheit geht überhaupt nicht, als jüngere Leute. Und die sich sozusagen dem viel mehr unterworfen haben, irgendwie schon so antizipierend,
ja, wir werden eh nicht mehr die Freiheiten haben, die sozusagen unsere Elterngenerationen hatten. Und wir sind jetzt schon bereit, sozusagen für das Kollektiv nach hinten zu stehen. Da gab es ja wahnsinnig viele Konflikte drum. Ich möchte das jetzt gar nicht schönreden. Aber sozusagen ist ein Phänomen, wo ist eigentlich die Bereitschaft, da kollektiver zu handeln? Und du hast auch gesagt, sozusagen dieses Aneinanderrücken von der einen Seite, die sozusagen auf völlige Willkür, also die Freiheit sozusagen als Willkür auslegt, und die andere die Freiheit einschränken will durch eine ganz große Rücksichtnahme. Also da sozusagen zu einem Kompromiss zusammenzufinden, also beschreibt, finde ich, unser Dilemma, in dem wir uns befinden, total stark. Und dass es dafür auch eigentlich gar keine Sprache mehr gibt. Ne? Also dass die moralische der moralische Anspruch von beiden Seiten, beispielsweise das Auto, ich möchte auf jeden Fall immer Auto fahren können und nein, wir können gar keine Autos mehr in der Stadt haben, so aneinander clasht, dass da gar keine Dialogfähigkeit mehr da ist. Und ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen. Wie kommen wir da in eine Dialogfähigkeit? Und du hast auch dieses schöne Bild gehabt von einem Fußballfeld, auf dem alle stehen. Und wir könnten doch auch so denken, dass wir uns alle hier im Raum nicht entgegenstehen würden, sondern kooperieren könnten. Und das ist ja eigentlich entgegen der ganzen Narrative, die wir die ganze Zeit erleben. Ne? Also die großen Erzählungen, mit denen wir auch sagen, auf sozialen Medien, aber auch in den Medien viel konfrontiert sind, ist ja das von, es wird immer schlechter. Der deutschen Wirtschaft geht es ganz schlecht. Es kommen ganz viele Menschen hierher, die wollen hier von dem deutschen Wohlstand profitieren. Es wird allen immer schlechter gehen. Und zu sagen, wie groß eigentlich der Wohlstand noch ist und wie viele Möglichkeiten es in Deutschland gibt, die Freiheit noch umzugestalten, das ist eigentlich nicht so stark Teil der Debatte. Und da wieder stärker hinzukommen, zu sagen, wie können wir denn diese Freiheitsdebatte auch führen? Ich kann total viel anfangen mit dem Zeitbegriff der Regeneration, weil ich glaube, dass das ganz oft fehlt und das auch eines der Grunddilemma ist, warum wir gesellschaftlich sozusagen oft den Eindruck haben, wir verwalten nur noch die Gegenwart. Ich glaube, wir haben viel zu wenig Zeit, um uns zu regenerieren, weil alles verdichtet ist. Also in der Arbeit ist es verdichtet, aber auch in unserer Freizeit ist es verdichtet. Unser Medienkonsum mit Smartphones ständig zur Hand ist total verdichtet und auch unsere Bewegung ist total verdichtet. Also ich finde das total faszinierend, ich mache das selber auch, ja, aber wie viele Menschen inzwischen auf der Straße unterwegs sind, die einfach nicht nur laufen, sondern dabei noch ganz viele andere Dinge an ihrem Telefon tun, Musik hören und telefonieren und Nachrichten lesen und am besten noch einen Film schauen, so. Oder wenn ich jetzt Zug fahre, wie viele Menschen gucken da nur noch aus dem Fenster? Eigentlich fast niemand. Also eigentlich, man hat mindestens ein Videotelefonat laufen, wenn nicht gleich einen Film oder so. Also sagen, und in einer Vorstellung von, wir brauchen als Menschen auch Regeneration, fehlt uns diese Zeit halt nicht nur individuell, sondern sie fehlt uns auch gesamtgesellschaftlich. Und ich erlebe das auch in vielen verschiedenen Organisationen, die ich so miterlebe, dass ganz wenig Zeit eigentlich da ist, wo mal kollektiv regeneriert wird und dann wieder Zeit ist, neu zu denken. Also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das als eine Aneinanderreihung von Gedanken, die ich hatte zu deinem Input. Ich möchte jetzt Zukunft für alle kurz vorstellen. Es ist sehr schön, wieder im utopischen Raum zu sein. Und es ist auch ein sehr merkwürdiger Zeitpunkt, hier wieder zu sein, weil wir sind jetzt kurz, also einige Tage vor dem Jahrestag von Hanau. Und mein Vortrag damals im utopischen Raum war einen Tag nach dem Anschlag von Hanau. Das ist also auch ein trauriger und irgendwie sehr bedenklicher Anlass, hier wieder zu sein. Aber es ist interessant auch, dass genau diese Gegensätze auch sind. Das ist sozusagen das Reinholen der brutalen Gegenwart und gleichzeitig das utopische Denken ein Üben daran ist. Die Zukunft für alle, diese Vision, haben wir damals 2020 angefangen zu entwickeln, also 2019 eigentlich, als ich noch im Konzeptwerk war. Wir haben mit über 200 PartnerInnen Zukunftswerkstätten durchgeführt. Das ist so ein sehr schönes Format, wo man über einen längeren Zeitraum, in unserem Fall waren das nur 2 Tage, zusammenkommt und so 3 Phasen miteinander durchläuft. Das eine ist die Kritikphase, dann kommt die Visionsphase und dann kommt die Strategiephase. Und wir haben in verschiedenen Gesellschaftsbereichen, also von Ernährung über Mobilität hin zu Demokratie und Care, mit VordenkerInnen in diesem Bereich darüber gesprochen, wie könnte eine Utopie in diesem Bereich ausschauen, die eine globale Perspektive hat, aber auf Deutschland runtergebrochen ist. Und eine Erfahrung war, dass alle Menschen, die daran beteiligt waren, gesagt haben, es war total toll, einen Raum zu haben, in dem wir utopisch denken können. Wir schaffen das viel zu selten im Alltag.
Und auch sozusagen der Wunsch, immer von den Teilnehmerinnen das auch mitzunehmen und zu sagen, wie kann ich das eigentlich integrieren in meine politische Arbeit, die ich normalerweise mache. Wichtig ist natürlich bei solchen Utopien, dass es nicht darum geht, Masterpläne zu entwickeln und zu sagen, hier ist das, was wir jetzt durchziehen werden, sondern es ist eine Vision für 2048, die so zum Denken anregen soll. Und neben Freiheit und Selbstbestimmung waren die Werte, auf die wir uns dort bezogen haben, Bedürfnisorientierung, Demokratie, Gestaltbarkeit, also das ist wieder die Referenz auf, das ist kein Masterplan, sondern auch die Utopie ist, wird immer mal verschieden gestaltet werden. Natürlich auch Sicherheit, Solidarität, Vielfalt und Vorsorge. Und das finde ich für diese Debatte heute Abend, wie ist also die Freiheit zwischen in der Utopie sozusagen, dass es eben in einer Vielfalt von Werten eingebettet ist, ne? Und dass oft wir sozusagen so eine Freiheitsdebatte führen, die losgeeist ist von dem ganzen Rest der Werte, für die wir eigentlich stehen oder für die wir uns für die Gesellschaft wünschen. Die Pfeiler von der Vision Zukunft für alle sind, dass alle Menschen demokratisch und gleichberechtigt mitwirken können an den Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, dass es eine herrschafts- und diskriminierungsfreie Gesellschaft gibt, ist ja eine Utopie, ne? Dass es umfassende soziale Gerechtigkeit gibt, dass die Lebensgrundlagen, die natürlichen langfristig und für alle Lebewesen erhalten werden. Und natürlich auch, dass es eine Gesellschaft ist, die ein gutes Leben für alle ermöglicht. Da sind wir wieder bei Zeitwohlstand und dass es eben nicht nur darum geht, dass wir überleben oder uns irgendwie noch sinnhaft nur beschäftigen können, sondern auch, dass wir ein mußevolles Leben haben. Und natürlich im Zuge dessen, dass die Wirtschaft sozial, ökologisch, demokratisch umgestaltet werden muss und gerade diese Demokratisierung der Wirtschaft natürlich ein ganz zentraler Pfeiler davon ist. Das war 2020, wie ich schon erwähnt habe. Ich habe es hier vorgestellt, da war schon Hanau. Dann kam Corona und zwei Kriege. Und ich bewege mich noch immer in diesem Dilemma, macht es Sinn, diese utopischen Räume aufzumachen und dieses utopische Denken voranzubringen? Oder ist es eigentlich so weit weg von der Gegenwart, dass wir sozusagen im allgemeinen Diskurs so total untergehen? Jetzt ist der Raum ja gefüllt, also sie scheinen alle ein großes Interesse an Utopien zu haben. Und ich würde weiterhin sagen, dass es genau das Problem ist, dass wir so einen Mangel an Visionen und Utopien haben, dass wir sozusagen dem Schrecken der Gegenwart immer nur so ein realpolitisches Verwalten entgegenstellen können und dass wir damit sozusagen nie darüber hinauskommen, eigentlich die Zukunft wünschenswert und vorstellbar zu machen. Und deswegen finde ich es total wichtig, weiter bei diesen Gedanken der Vision zu bleiben, weil es ein guter Kompass sein kann, wohin wir eigentlich gehen wollen. Jetzt zum Übergang noch, kurz was zu den Bausteinen. Also das nächste Projekt des Konzeptwerks waren die Bausteine für Klimagerechtigkeit. Die habe ich im Gegensatz zum anderen Buch heute dabei. Mit der Frage, was wären denn eigentlich Schritte? Ah, es liegt da hinten aus am Büchertisch Zukunft für alle. Es wird gerade gewedelt. Sie können hier alle Bücher wahrscheinlich noch erstehen, wenn Sie wollen, heute Abend. Was wären Maßnahmen, die Utopie mit der Realität oder die Realität mit der Utopie verbinden würden, im Sinne einer revolutionären Realpolitik? Also Schritte, die man tatsächlich im Hier und Jetzt anfangen könnte, aber die in ein neues, solidarisches, ökologisches, demokratisches System weisen würden. Genau, da haben wir einige aufgenommen, das ist garantiert nicht abschließend. Wahrscheinlich haben Sie Vorschläge, wo Sie sagen, das wäre noch viel zentraler. Arbeitszeitverkürzung, eine sozial-ökologische Steuerreform, Reparationen für Klimaschulden und Kolonialismus, autobefreite Städte, eine Bodenreform, progressive Energietarife und Vergesellschaftung und Suffizienz. Das, glaube ich, fehlt eins, ne? Ja, so ist das, wenn man die so aufzählt. Ich schaue jetzt einfach nach. Ah ja, hier ist noch einer dazugekommen in dem Buch, deswegen. Da gibt es dann noch was zu sozialen Garantien. Komme ich gleich in der Verbindung drauf. Genau. Mein Baustein war der zur Arbeitszeitverkürzung. Du hast es ja eh schon angeschnitten. Arbeitszeitverkürzung ist so ein tolles Beispiel von, ist das jetzt total utopisch oder ist das jetzt realpolitisch sinnvoll? Und in dem Workshop waren auch Menschen von der IG Metall beteiligt und die haben genau dieses Dilemma wieder aufgemacht und haben gesagt, aktuell stehen wir sozusagen mit den Arbeitskämpfen da, dass wir jetzt erstmal schauen müssen, dass wir richtig gute Lohnerhöhungen haben, weil die Inflation so hoch ist. Mal schauen, was wird mit der Arbeitszeitverkürzung. Ein Jahr später sozusagen, IG Metall-Forderung, Arbeitszeitverkürzung, die 32-Stunden-Woche.
Also da finde ich sozusagen die Spannung total deutlich. Kurz nach unserer Veröffentlichung für die 4-Tage-Woche, die 28-Stunden-Woche, kam dieses Experiment aus UK, war groß in die Presse, da gab es so eine 4-Tage-Woche-Experiment, dass ganz viele Firmen sich dem angeschlossen haben. Es war so ein totaler Erfolg. Also ich glaube, deswegen hat das die Debatte auch in Deutschland nochmal sehr gut befeuert. Arbeitszeitverkürzung ist ein wichtiger Baustein für die sozialökologische Transformation, weil sie Arbeit, Zeit und Einkommen umverteilt und eben genau entlang, also sozusagen entlang der Diskriminierungsform, also Race, Class, Gender, alle Aspekte mit in Blick nehmen kann. Also es eben genau darum geht, auch Arbeit umzuverteilen, nicht nur im Sinne von der Lohnarbeit innerhalb von einer Branche, sondern insgesamt Arbeit in der Gesellschaft zu verteilen. Das ist wichtig, damit eben mehr Menschen sich demokratisch beteiligen können an Entscheidungen, weil sie überhaupt die Zeit haben, sich damit mehr zu befassen. Das ist wichtig, um Zeitwohlstand ermöglichen zu können, um auf die verschiedenen Zeitdimensionen einzugehen. Und es gibt ja auch unzählige Studien, die zeigen, wie gut es für die Gesundheit ist. Wenn wir jetzt nochmal kommen auf die Regeneration, ist auch deswegen wichtig, dass wir eben sozusagen Zeit haben zu regenerieren. Ganz klar ist ja, jede Art von Arbeitszeitverkürzung ist Teil von einem Arbeitskampf und wie du auch schon gesagt hast, sozusagen die Kämpfe um Lohn einfacher als die um Zeit. Also die um Zeit haben irgendwie auf eine Art ein höheres Eskalationspotenzial, weil es gleich deutlicher wird, es geht ganz stark um Macht und wer eine fast durchsetzen kann. Und es geht gleich sozusagen oft um so ideologischere Fragen, ja, als wenn wir anfangen mit der 32-Stunden-Woche und dann 28 Stunden und 20 Stunden, ja, wo kommen wir denn da hin? Ne? Und also das ist auch Ausdruck unserer produktiven Arbeitsverhältnisse in Deutschland. Aber es ist so, dass die Produktivität viel stärker gestiegen ist als die Arbeitslöhne und die Unternehmens- und Vermögensgewinne auf Kapitalseite viel höher gestiegen sind als die Arbeiterentgelte. Ne? Also ökonomisch wäre das durchaus möglich. Und es finde ich auch ein gutes Beispiel in den aktuellen Kämpfen, zum Beispiel jetzt bei Wir fahren zusammen, wo sich die Klimabewegung mit Beschäftigten zusammengeschlossen hat, um eben für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen im Verkehrsbereich, damit eine Verkehrswende eben überhaupt möglich ist, wird es ja genau deutlich, dass es eben bei neuen Arbeitskämpfen um Lohn und Arbeitszeit geht. Und noch um einen Schlusspunkt noch zu setzen, nochmal zur Renaturierung und zum öffentlichen Luxus. Eine Debatte, die wir hatten bei dem Workshop, wo wir Arbeitszeitverkürzung vorbereitet haben, war, wer eigentlich die gesellschaftliche Arbeit der Renaturierung übernehmen wird. Also Wiederaufforstung, Wiederbegrünung, Herstellung von ökologischer Landwirtschaft, Biodiversität Biodiversitätswiederherstellung. So, und ein Wissenschaftler, der vor Ort war, hat gemeint, wir müssen das irgendwie freiwillig machen, so, also weil das wird staatlich gar nicht lenkbar sein. Menschen müssen sich engagieren in ökologischen Projekten, sozusagen, da ist so viel zu tun, das werden wir nicht mit bezahlter Arbeitszeit machen können. Und unsere Vertreterin von der IG Metall hat natürlich gesagt, ne, also das ist eine staatliche Aufgabe, da muss der Staat zahlen dafür und das kann auch nicht freiwillig sein. Und das, finde ich, ist eine so gute Debatte darin zu zeigen, ja, genau, also was ist eigentlich die Arbeit, die wertvoll ist in unserer Gesellschaft und wer kann sich die leisten oder wer wird die bezahlen? Und ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen. Also wird uns die Art der neuen und besser verteilten Arbeit und Zeit, wer sind da die Akteure, die uns darin begleiten oder behindern werden, dass wir dahin kommen? So viel von mir als Kommentar. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch beiden. Ja. Ich bin ehrlich gesagt schwer beeindruckt, dass ihr so frei, so kluge Sachen sprechen könnt. Ich habe jetzt derweil ganz viel notiert und ich glaube, jetzt trage ich trotzdem stümperhaft abgelesene Fragen vor. Aber das ist dann so. Wir haben jetzt kurz Zeit, gemeinsam nochmal ins Gespräch zu kommen, auch ihr beide, bevor wir gleich auch fürs Publikum öffnen, auch nicht zu spät. Aber trotzdem behalte ich mir vor, die erste Frage zu stellen. Und zwar ist Zeitlichkeit in beiden Ausführungen ja ein tragendes Element von der Realisation von Freiheit oder dem guten Leben. Und eine Frage, die sich mir aber, also auch in dem Zeitwohlstand, den du angesprochen hast, ne, also das finde ich ist auch ein interessanter Begriff zur Bleibefreiheit, der irgendwie gut resoniert. Ich habe mich gefragt, ob denn Zeit wirklich immun ist gegen
kapitalistische Verwertungslogik oder ob es nicht dahin kommt, dass dann als nächstes der Kampf um Zeit beginnt. Also der hat ja begonnen, ne? Hardcore. Und ich glaube, dass das deswegen aber ein Feld ist, was offen ist in verschiedene Richtungen. Also ich habe neulich gesehen, es gab schon Werbung für so Neinsage-Apps. So, und das ist so, deine Zeit ist kostbar, manage your commitments und so. Ja, und also das so völlig klar ist, da, also die Utopie, mehr Zeit zu haben, wird da total getaktet und wer kann sich wie viel Absagen leisten. Ich glaube aber, dass Zeit ohnehin schon kapitalisiert ist. Also das ist ja der Witz der Lohnarbeit. Also was überträgt man da? Zeit. Und das ist deshalb, also das ist jedenfalls der Versuch in dieser Phänomenologie, die ich gebaut habe oder eben so ausgemalt habe, darum gehen muss, Zeit auf eine Art zu fassen, die nicht mehr so aneigenbar ist. Also die nicht, ich sage ja manchmal, propertisiert. Also etwas muss erst zu Eigentum und übertragbar gemacht werden, damit es dann zur Ware werden kann und damit es auch auf die Art beherrschbar wird. Und da wäre eben meine Hoffnung, wenn man stark sowohl die Spontanität als auch diese komplett verwobene, also wenn du wirklich über Regeneration nachdenkst, dann kann man da nicht mehr so Parzellen rausschneiden und dann es abkappen. Also dann regeneriert es sich eben nicht mehr. Und das vielleicht eine Möglichkeit wäre, dann der Aneigenbarkeit entgegenzuarbeiten mit einer spezifischen Zeitpolitik. Ja, aber manchmal ist der Kampf vielleicht einfach auch, das zurückzuklauen, sozusagen so wie es ist, als quantifizierte, bemessene Zeit. Ja, also ich würde dir erstmal recht geben, genau, also das der Kampf um die Zeit als eine verwertbare Komponente im Kapitalismus ist eine, die immer schon einhergeht mit dem Kapitalismus. Also die Frage sozusagen, wie viel arbeiten Menschen, ist immer schon eine gewesen, eine umkämpfte Ressource. Bezogen auf Arbeitszeitverkürzung finde ich es auch sehr interessant, dass es eigentlich was ist, was viele junge Menschen jetzt auch nachfragen. Also viele Firmen sagen auch, wir müssen eine kürzere Arbeitszeitwoche anbieten oder Teilzeitmodelle, weil nur dann bekommen wir die jungen Leute, die wollen nämlich was von ihrem Leben haben. Und das passt wieder zu dem, was du gesagt hast, die Perspektive ist gar nicht mehr, ah ja, jetzt fange ich an zu arbeiten, dann baue ich meine Existenz auf, dann kommt irgendwie irgendwann mein Eigenheim, meine Familie, sondern es ist sozusagen, die Krisen sind so akut und die Angst sozusagen vor der Zukunft ist so groß, dass man sagen, im Jetzt auch stark von der Zeit profitieren muss. Also sagen, es ist kurzfristiger geworden und deswegen auch viel logischer, dass ich im Hier und Jetzt schon Zeit haben will und nicht erst in der Rente. Genau, es sind, glaube ich, nicht so viele Menschen im Raum, die jünger sind als ich. Es, glaube ich, geht da um welche, die sozusagen eher gerade im Berufsleben ansteigen. Falls Sie da Erfahrungen haben, teilen wollen, gerne. Und das Zweite ist auch, also viele Arbeitskämpfe, die jetzt stärker geworden sind, die sind ja genau solche, die sozusagen nicht die klassischen Arbeitskämpfe sind. Ne? Also was groß Furore gemacht wird, ist ja Pflege und Erziehung, also in den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Kitas, auch in Schulen teilweise, weil da eben Zeit eine ganz andere Komponente spielt. Ne? Man kann das irgendwann nicht mehr verdichten. Also es funktioniert einfach nicht mehr. Die Arbeit am Patienten, an der Patientin oder an den Kindern, also die ist ja nicht mehr verdichtbar ab einem bestimmten Moment und führt dann sozusagen zu gar nichts mehr, außer Burnout sozusagen. Und im öffentlichen Verkehr ja auch sozusagen nicht so ein klassischer Kampf von hier ist die Produktivität sozusagen, kann mit der Maschine erhöht werden, sondern auch sagen, die Fahrzeit innerhalb dieses des Transportmittels ist auch einfach gegeben. Und ich finde, das macht diese Zeitkomponente einfach auch nochmal anders deutlich als in klassischen produktiven Unternehmen. Ich will noch was sagen. Du hast ja vorhin schon mal von der Verdichtung gesprochen. Und ich finde das so einen wichtigen Begriff, weil man auch daran wieder sagen kann, eine Dimension der Freiheit, die wir oft nicht so richtig belichtet kriegen und die wir, glaube ich, teilen mit auch nichtmenschlichem Leben, ist, ob man etwas in seinem Rhythmus machen kann. Also ob du sozusagen die Zeit nehmen kannst, die das braucht. Und der, also es ist ja schwer zu sagen, wann Tiere frei und unfrei sind, aber eine bestimmte Art von sozusagen die Henne so trimmt, dass sie so viele Eier legt, ja, und besonders schnell gemästet wird oder eben immer noch mehr Düngen für kürzere Vegetationsperiode. Irgendwas daran, finde ich, ist wirklich treffend beschrieben als Unfreiheit auch der Natur, weil eben diese Regenerationszyklen irgendwie nicht mehr frei sind. Und Menschen haben natürlich als selbstbestimmte Wesen dann nochmal eine ganz andere
Verfügung darüber, etwas überhaupt nur in seinem Rhythmus tun zu können. Und oft ist das echt schon der Unterschied, ob Arbeit höllisch ist oder nicht. Und das wäre eben auch interessant, wie man das dann über demokratische Verfahren in den Betrieben, was heißt das eigentlich, Demokratisierung der Wirtschaft, der auch klären kann, dass manchmal dann Leute vielleicht einfach in unterschiedlichen Rhythmen arbeiten. Ja, und du sagst jetzt auch nochmal so sagen, die selbstbestimmte Komponente, da kommt ja dann auch die dazu, die nicht die selbstbestimmte ist, ne? Also die von Sorge oder Krankheit, von Tod, von Trauer, von Umständen geprägt ist. Und sozusagen, je leidender unsere Gesellschaft wird, weil die Verhältnisse immer sozusagen drängender werden, umso mehr werden wir auch Leidensmomente haben und miterleben, die wir selber haben und die wir begleiten müssen. Und das geht halt dann oft gar nicht zusammen mit so einer Arbeit, die verdichtet ist und Tage, die gedrängt sind. Ne? Also weil das braucht dann einfach seine Zeit, die es braucht. Ich glaube, dieser Widerspruch tritt auch immer deutlicher zutage. Ja, und das sind genau die Sachen, die du eben nicht verdichtbar genannt hast. Ja. Habt ihr mit der Arbeitszeitverkürzung, was ist da die Perspektive auf die globale Dimension? Weil so ein bisschen gibt es ja irgendwie die Gefahr, die ich immer sonst stärker beim Grundeinkommen sehe, dass es irgendwie so eine alimentierte Arbeitnehmerschaft im Norden gibt, die sich dann auch noch zwei Hobbys leisten kann, für die man irgendwie billige, trashige Konsumartikel kauft, die woanders in einem ganz anderen Zeitregime hergestellt werden. Ja, genau. Also die Arbeitszeitverkürzung, die wir vorschlagen, ist ja als Teil einer sozial-ökologischen Transformation gedacht. Und die sozial-ökologische Transformation, wie ich sie jetzt verstehe und in dem Buch auch verstanden wird, ist eine, wo es um einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft geht. Und das heißt natürlich auch ein Rückbau bestimmter, sehr umweltschädlicher industrieller Sektoren. Wie wir das jetzt Beispiel beim Kohleausstieg schon haben, ne, oder beim Atomausstieg, wie wir es aber noch in anderen Bereichen auch brauchen werden. Also da kann man zum Beispiel ausführlich hier mit der IG Metall über den Autosektor sprechen, ne, wo wir uns eigentlich zu einer Verkehrswende hinbewegen müssten, also wo dann andere Dinge produziert werden als individuelle Autos, wir aber gerade eher auf einer Antriebswende sind. So, und wenn man darüber nachdenkt, dann werden halt sich die Jobs im Bereich der Industrie sehr stark verändern. Und um das abzufedern und einen Übergang in eine sozusagen sozial-ökologische Wirtschaft zu begleiten, brauchen wir auch eine Arbeitszeitverkürzung. Also da gibt es ja auch super Modelle wie mit dem Transformationskurzarbeitergeld von der IG Metall, also so Ansätze, wie das funktionieren kann. Und wir werden bestimmt auch wieder sozusagen Jobs haben, in denen mehr Arbeit notwendig wird, zum Beispiel Landwirtschaft, wenn wir die regional und ökologisch herstellen wollen. Genau, also die Idee ist ja eher, das sozusagen zu verknüpfen mit anderen Maßnahmen. Ich hatte vorhin ja auch Reparationen für Klimaschulden und Kolonialismus genannt, um eben aufzuzeigen, es geht um eine globale Umverteilung und natürlich nicht, wie du sagst, sozusagen eine global alimentierte Luxusüberflussgesellschaft hier. Ja, ich habe mich im Prinzip das Gleiche, nämlich die globale Dimension mich mit der oder gefragt, was die globale Dimension in der im Rahmen der Arbeitszeitverkürzung sein könnte oder ob sie da eine Rolle spielt und auch die Frage danach, ob es Institutionen braucht, um quasi Bleibefreiheit oder ne, die Verfügbarkeit von Zeit neu zu organisieren oder anders zu organisieren. Vor allem mit der Frage global, ne, Fragezeichen, wie kann das gehen oder braucht es die Institutionen vielleicht nicht, weil ne, du bei dir ist ja die Kooperation ein starkes Moment, ne, zur Verwirklichung. Wir erkennen quasi in dem anderen die Verwirklichung unserer eigenen Freiheit. Aber wenn es so leicht wäre, dann wären wir ja vielleicht schon da. Ne? Also so die typische Frage vielleicht von so linken Kämpfen auch. Genau. Also ich glaube, das Problem ist, dass wir zum Teil noch nicht mal verstanden haben, auf welcher Ebene diese Institutionen jeweils anzusiedeln wären. Also ich glaube, auf jeden Fall braucht es vermittelnde Institutionen. Und der Nationalstaat, den man sich für manche Probleme der Arbeitsgesellschaft vielleicht noch so als die Bezugsgröße gut vorstellen kann, ist das in Bezug auf die ökologische Frage ja ganz klar nicht. Und deswegen habe ich in dem Buch jetzt eher erstmal diese Perspektive zu sagen, wir müssen überhaupt erstmal anfangen, unsere Welt in ihrer zeitlichen Verfassung zu erschließen. Also ich war da, was mich überhaupt auf diese ganzen Ideen gebracht hat, ist ja dieses geologische Buch, was über unseren zeitlichen Analphabetismus spricht und dass wir gar nicht wissen, wie alt eigentlich Sachen sind, die wir vernutzen und welche Zeit wo drin steckt. Und also ich stelle mir das so vor, dass man, also wenn man eine Art Rätemodell
wieder erfinden würde, dann kann man das nicht auf die Art strukturieren, auf die das historisch strukturiert war, wo es nämlich einfach aufruhte auf den verschiedenen Produktionszweigen. Und die sozialistische Revolution am Anfang des 20. Jahrhunderts ja davon ausging, dass diese Arbeitsteilung in der Industriegesellschaft und auch die Art, wie gearbeitet wurde, schon ganz in Ordnung ist. Also es wird das Zeug hergestellt, was man herstellen soll, es soll eben nur in Arbeiterhand liegen. Und jetzt haben wir ja das doppelte Problem, dass es erstens diese Vorstrukturierung gar nicht mehr gibt, weil die wenigsten Bereiche überhaupt noch mit einer Fabrik, wo die Leute zusammenkommen und man schon das Forum hat, einhergehen. Und zweitens, weil wir eben sehr viele Bereiche wirklich neu vermessen müssen. Und also im Idealfall, ich finde das immer sehr hoffnungsstiftend, wie Nina das beschreibt, mit der, dass in der Autoindustrie, wenn man wirklich mit den Beschäftigten redet, da eben auch viel Ideen und Bereitschaft sind, zu sagen, das sind letztendlich dieselben Fabriken und dieselben Metallverarbeitungsskills, die wir brauchen, um dann Züge und Schienen zu bauen. Ja, da kann das, ist es vielleicht schon vorstrukturiert. In Bezug auf viele andere Dinge haben wir das aber noch gar nicht. Und eine Anekdote, die ich immer erzähle zur 1918er Revolution, ist, dass es kurzfristig am Anfang der Revolution Hausfrauenräte gab. Also auch die Reproduktionsarbeit politisiert wurde. Und die wurden dann ganz schnell abgeschafft. Und ich habe das Gefühl, die nächste, sozusagen der nächste Versuch solcher Organisierung muss auf jeden Fall festhalten an den Reproduktionsarbeitsräten, ja, die natürlich auch nicht nur im Haushalt, sondern auch in den Bereichen, die jetzt so viel streiken, passieren. Und dann braucht man auch sowas wie Regenerationsarbeitsräte oder eben Institutionen, die das aufrechterhalten oder auch, also das partielle Preisgeben von natürlichen Zyklen vermitteln. Ja, also an bestimmten Punkten ist es ja auch wirklich eine Frage. Ja, löscht man jetzt den Wald oder sagt man, das brennt jetzt eben ab, wir gucken eher, dass wir evakuieren und woanders die Häuser aufbauen? Oder können wir machen wir da diesen Vorhang in der Nordsee, damit das Eis nicht mehr abschmilzt? Oder gucken wir lieber, dass wir Dämme bauen? Also da gibt es ja Entscheidungen, die gigantische Koordination und institutionelle Vermittlung, also einfach Abstimmung brauchen, für die wir aber, also mal abgesehen von so ein paar UN-Verbünden, die völlig dysfunktional im Moment sind, nicht, noch gar nicht den Rahmen haben. Und ich glaube, deswegen halte ich mich immer so zurück, weil ich das Gefühl habe, so das Pochen auf Institutionen geht ganz oft mit so einer stillschweigenden Affirmation deren Aufteilung, so wie sie im Moment ist, einher. Und das scheint mir, ist irgendwie steht in keinem Verhältnis zu den Problemen, die wir haben. Also in den Zukunftswerkstätten war sozusagen der Ansatz, der immer aufkam, auch Räte. Und es war jetzt nicht, weil wir einen intellektuellen Input dazu gehalten haben, sondern weil die Leute wirklich gesagt haben, und das waren jetzt nicht nur noch Linksradikale, sozusagen, die gesagt haben, hey, wo wäre denn die Ebene, wo wir nachdenken würden? Und die spannende Frage war eher dann auch die, wo sind die angesiedelt und wie spielen die zusammen mit einer parlamentarischen Demokratie oder verfassten Unternehmen oder so? Und wir waren eher bei Nachbarschaftsräten als bei Betrieben und Reproduktionsräten etc., sozusagen, dass da Leute zusammenkommen, ergänzend und sozusagen thematischen Räten, also weil das ist ja auch das, was sozusagen auch aufgebaut wird, ne? Ernährungsräte etc. Klaus Dörre propagiert für die sozusagen einen Ansatz, den Automobilsektor zu transformieren, ja immer die Transformationsräte. Und mir sagt diese Idee auch deswegen zu, weil ich glaube, uns fehlen wirklich noch immer sehr viele kluge Gedanken und auch Debattenräume, wo Gewerkschaften, Beschäftigte, UnternehmerInnen, die lokale Politik, Wissenschaft, KlimaaktivistInnen, irgendwie Zivilgesellschaft allgemein zusammenkommen und drüber nachdenken, wie könnte eine Region denn gestaltet werden, wenn jetzt beispielsweise ein Automobilwerk konvertieren muss. So. Und ich glaube schon daran, dass sozusagen im Zusammenspiel zwischen verschiedenen Menschen da gute Lösungen rauskommen können. Gleichzeitig würde ich halt sagen, es ist nicht Aufgabe der Zivilgesellschaft oder finanzschwacher Kommunen, diese Räte jetzt ins Rollen zu bringen. Und ich frage mich immer sozusagen, wie bringt man sagen eher staatliche und Kapitalseite auch dazu, da vielleicht mal sozusagen stärker in Pilotprojekte reinzugehen, die nicht nur ganz kleine Braten sind, sondern wirklich diese große Frage der Konversion tatsächlich auch stellen würden. Und ich wollte noch eine Sache sagen zu den Nachbarschaften, noch mal kurz den Loop zu machen. Ein Teil der Utopie war auch die Frage, wo kommen Menschen eigentlich zusammen und wo tun sie es jetzt?
Und da gibt es sozusagen so ein Modell von Neustart Schweiz, die bauen so idealtypische Quartiere von 500 Menschen, wo sozusagen Nahversorgung, Erziehung, also Kinderversorgung, Pflege etc. sagen irgendwie eher im lokalen Kontext wieder verortet wird. Und in unserer Utopie kamen da die sogenannten Lebensmittelpunkte raus. Also sozusagen Orte, die für alle Menschen zugänglich sind, wo man eben auch Lebensmittel bekommt, aber die auch ein Lebensmittelpunkt sein können. Und das finde ich ein sehr schönes Bild sozusagen, dass die nicht mehr nur individuell sind, nicht nur unsere Wohnung oder unser Haus und auch nicht nur irgendwie unser Betrieb, sondern dass es die wirklich sozusagen in Nachbarschaften wieder geben könnte. Das ist toll, Lebensmittelpunkt. Mit Blick auf die Uhr und wenn ihr einverstanden seid, würde ich das Podium öffnen wollen und Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch ein Mikrofon haben, sonst. Genau, dann bringe ich das mal vorbei. Sie dürfen. Erschlagen nach 1,5 Stunden Input. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich wollte gerne nach dem Begriff New Work vielleicht einmal fragen. Ich arbeite im Gesundheitswesen und da ist die 4-Tage-Woche noch sehr utopisch, vielleicht das passende Thema für den Raum, aber auch gerade irgendwie also New Work sozusagen eher ein Thema, was man bespricht. Wenn andere aus dem Gesundheitswesen hier sind, dürft ihr gerne mit diskutieren. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass man einmal eben tatsächlich überlegt, okay, wie können wir vielleicht Hierarchien anders strukturieren oder Krankenhausabläufe strukturieren, und ganz oft habe ich das Gefühl, es geht sehr schnell in diese Effizienz-Unternehmensberatung-Schiene sozusagen, wie können wir irgendwie noch effizienter mehr PatientInnen in weniger Zeit behandeln und gar nicht so sehr in die, okay, wie kreieren wir eigentlich ein besseres Umfeld, dass Menschen tatsächlich irgendwie besser heilen können. Genau, das fände ich vielleicht noch ganz spannend, eure Meinung dazu zu hören. Vielen Dank. Hallo, auch nochmal von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Ich heiße Michael Erhard, bin von der IG Metall. Die Illusion, dass wir aus den Automobilwerken dann Straßenbahnen rauskriegen, das werden wir nicht hinbekommen, rein technologisch. Gleichwohl ist es so, dass die Fragestellungen der Transformation uns natürlich unheimlich bewegen, weil sonnenklar ist, dass Arbeitsplätze in erheblichem Umfang umgebaut werden müssen, wenn eine sozial-ökologische Wende gelingen soll. Was haltet ihr von dem Vorschlag, den wir als DGB gemacht haben, dass wir Demokratiezeit einführen? Demokratiezeit, wo die Beschäftigten bezahlt während ihrer Arbeitszeit zusammenkommen, um sich eben Gedanken zu machen, wie eine Konversion aussehen könnte. Weil, also mein Eindruck ist ja, das findet im akademischen Raum Widerhall, ja, aber wir kriegen kaum Bewegung dafür hin. Ja, weil wir, wenn wir Wirtschaftsdemokratie erreichen wollen, dann ist es schon eine Fragestellung, wo man eben denjenigen, die jetzt eben über das Eigentum verfügen, die Verfügung über das Eigentum auch entziehen müssen. Ja, und ich glaube, sowohl um Ideen zu generieren, als auch um Bewegung zu generieren, braucht man eben Zeit dafür. Ich würde direkt an euch übergeben nach den 2 Fragen. Ja, vielen Dank für die Fragen. Erstmal zu New Work und Gesundheit. Also genau, im Gesundheitssektor ist es ja so, dass ganz viele Menschen schon freiwillig, also eigentlich, weil sie müssen, auf Teilzeit gehen, weil sie es sonst gar nicht mehr schaffen. Ne? Und die Idee von einer Arbeitszeitverkürzung wäre sozusagen nicht, ihr kriegt dann weniger Lohn dafür, dass ihr es macht, sondern eher sozusagen, ihr kriegt mehr Lohn, wenn man im Gesundheitssektor die Arbeitszeitverkürzung natürlich mit vollem Lohnausgleich machen müsste. Das heißt eher sozusagen, wir haben dann einen besseren Lohn für die Teilzeit. Und ich glaube, das ist oft ein Missverständnis, ne? Dass es sozusagen auch in den Branchen, in denen das gar nicht ginge, das sozusagen eine Entlastung bringen sollte. Natürlich bräuchten wir viel mehr Personal. New Work ist ja ein schlecht geschützter Begriff, sagen wir mal, und der eher so ein Trendwort, unter dem ganz viele Leute ganz unterschiedliche Sachen verstehen. Und einer der Begründer hat ja eigentlich sozusagen New Work auch so umgesetzt. In Japan wurde das zum Beispiel bei Toyota dann auch umgesetzt,
die Frage, wie können eigentlich ArbeiterInnen und Beschäftigte besser ihre Arbeit mitgestalten und sozusagen damit auch dazu beitragen, dass es besser läuft. Damals bei Toyota war das ein Beispiel von, das Fließband kann für den ArbeiterInnen angehalten werden, falls es ein Problem gibt. Das wird direkt lokal gelöst, also so eine Selbstbestimmung. Genau, und ich glaube, das kann in ganz viele verschiedene Richtungen gehen und ich würde auch sagen, es sollte nicht in die Richtung von mehr Effizienz gehen und nochmal eine stärkere Durchhierarchisierung, denn die Lösungen, die im Gesundheitssystem von ganz oben kommen, sind ja gerade nicht die der Menschen dran, sondern eigentlich wissen, was das Problem vor Ort ist, sondern eher eine stärkere Mitsprache. Und das ist auch eine gute Überleitung zu der Frage, die Sie gesagt haben, von der IG Metall zur Mitbestimmung am Arbeitsplatz. Natürlich, Demokratiezeit ist eine ganz großartige Idee. Ich glaube, überall, wo wir Räume einrichten können, wo Menschen zusammenkommen und über Lösungen diskutieren, also Lösungen zu den vielfältigen Krisen, jetzt in dem Fall zur Produktion von Autos in Zeiten der Klimakrise oder zur Gestaltung sozusagen der Entscheidungen im Unternehmen, ganz großartig. Ich glaube, die Debatte, genau, was zukünftig in deutscher Automobilindustrie produziert wird, ist ja eine, die total andauert und lange schon geht. Ne? Also ich weiß, dass die IG Metall nicht sagt, ah, demnächst produzieren wir Straßenbahnen, sonst wäre das ja schon viel mehr in der Mache. Und gleichzeitig, also ich bin total froh, dass sich jetzt auch viele Gewerkschaften, unter anderem ja auch die IG Metall, zu einer sozialökologischen Transformation bekennt und sagt, da in die Richtung wollen wir gehen. Und die Frage ist aber, auf welchem Energienmodell wir das sozusagen machen. Gehen wir davon aus, dass unser Energiebedarf weiter steigen wird und dass wir es auch ermöglichen werden, weil es gibt dann Wasserstoff und ganz viel sozusagen Erneuerbare, die irgendwie beruhen auf Rohstoffen. Also sagen, ist das eigentlich eine Fortsetzung der imperialen Lebensweise oder rechnen wir damit, dass wir weniger Energie haben werden? Und ich glaube, da sind einfach noch Debatten zu führen, auf welchem sagen Erkenntnisstand oder wir von welchen Sachen wir da sozusagen ausgehen, weil ich glaube, das ist ein ungelöstes Problem, ob wir darauf setzen, dass es mehr Energie in Zukunft geben wird oder nicht. Ich glaube, ich würde nur daran den letzten Punkt von dir aufgreifen, Nina, diese Frage, wie viel Energie haben wir zum Beispiel zur Verfügung, welche Rohstoffe, verweisen ja direkt darauf, dass es sehr schwer ist zu entscheiden, wer überhaupt Teil dieser Diskussion sein soll, der Demokratie. Ja? Und natürlich muss die innerhalb der Betriebe geführt werden. Und also auf eine Art, finde ich, sollte man eher sagen, also es ist ja völlig absurd, dass das nicht bezahlt würde, denn das Nachdenken über die Arbeit und das Koordinieren der Arbeitsabläufe ist ja Teil der Arbeit. Also man ist ja das ist als denkender Mensch. Also das, finde ich, ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Forderung, das durchzusetzen, dass dafür auch Zeit eingeräumt wird. Auch, also und nicht nur für die Überlegung, wie man jetzt hier was effizienter macht, sondern für die Überlegung, wie wollen wir überhaupt arbeiten, was ist denn, was wollen wir produzieren. Und gleichzeitig stellt sich dann aber die Frage, wie man diejenigen, die das betrifft, entweder weil sie die Produkte nutzen oder weil sie konkurrieren um Rohstoffe, die man auch für was anderes verwenden könnte, wie man dann die auch wieder mit einbezieht. Ja, und da wiederum ist es dann nicht mehr so klar, dass das dann der Autohersteller bezahlen sollte, diese Zeit. Ja, aber auch die Zeit muss da sein. Und da wäre dann genau, was du eben sagtest, da müssen sind dann vielleicht die staatlichen Institutionen gefragt, dafür Vermittlungsräume herzustellen. Und zu den Fragen im Gesundheitswesen und in der Klinik, schon von dem, wie Sie das beschrieben haben, kam ja mit rein, die Heilungszeit der Patienten wäre ein Faktor. Ja, also wenn allein die Patienten mitsprechen würden, stärker, dann wäre plötzlich eine andere Perspektive als die der Erhöhung des Durchlaufs, die sich vielleicht oft mit den Interessen der Arbeitenden sogar überschneiden würde, weil es da ähnliche Interessen gibt, die dann sozusagen stärker artikuliert werden können gegen die Leitung. Also wenn man sagt, in unserem utopischen Framing, New Work ist auch die Arbeit, die bedürfnisorientierter und ökologischer ist, dann müssen da eben auch die, um deren Bedürfnisse es geht, irgendwie eine Stimme bekommen. Und das ist natürlich nicht immer so leicht, weil also schon die Schwerkranken oder auch überhaupt, also als Kranker, man versteht ja oft seine Krankheit nicht genug, um überhaupt darin sich selbst repräsentieren zu können. Und Wolkenbildung über dem Regenwald kann auch nicht für sich selber sprechen. Aber das wären, glaube ich, Kreisläufe, die mitreflektiert werden müssten. Und das ist irgendwie großartige
Perspektive für die Demokratietheorie der Zukunft? Ich nehme gerne noch mal zwei Fragen dran. Ich habe es jetzt gerade nicht gesehen, aber genau hier vorne. Es ist ganz interessant, dass Sie gerade von Kranken und Behinderten gesprochen haben. Ich bin behindert, ich war sehr beeindruckt über Ihren Vortrag über Zeit. Also weil ich habe gedacht, ich habe die Zeit. Also ich muss halt nicht arbeiten, ich bekomme Rente, Unfallrente und ich habe die Zeit. Ich kann rumgehen und kann machen, was ich will, aber irgendwas fehlt halt. Also es ist sehr, sehr interessant und ich würde auch eigentlich noch gern mehr hören. Also mit den Behinderten haben sie eben interessante Sachen gesagt. Also wie das mit denen ist und wie das so weitergeht. Also und ja, ich kann das allen empfehlen, also mal über Behinderte nachzudenken, dass die halt eigentlich Zeit haben. Und das ist halt so das Gegenteil. Die haben zu viel Zeit und wollen gern irgendwas machen und es geht halt nicht. Und vielen Dank. Genau, hier vorne war auch noch eine Frage, glaube ich. Genau. Mein Name ist Hans Huschens. Ich bin Rentner und habe die große persönliche Freiheit bei der U3L. U3L ist Universität des dritten Lebensabschnitts. Meine Interessen, meine Ideen verwirklichen kann, für die ich im Arbeitsprozess keine Zeit hatte. Also ich habe da letzte Woche eine Veranstaltung gesehen, die ging zum Thema lebenlanges Lernen. Ich als Rentner habe das ist eine Glückssituation, dass ich eine selbstgewählte Freiheit habe, mich mit Dingen zu beschäftigen, für die ich früher keine Zeit hatte. Wenn ich jetzt im Arbeitsprozess stehen würde, sieht die Welt völlig anders aus. Lebenslanges Lernen heißt bei dem Tempo der industriellen, der digitalen Veränderung, heißt das einen unglaublichen Druck, weil ich permanent up-to-date sein will. Und in dieser Veranstaltung von den Wissenschaftlern wurde nur diese positive Seite gesehen, dass das ja eigentlich ein unheimliches Ding von Freiheit ist. Deshalb die Frage erstmal an die IG Metall. Wie geht man mit diesem ambivalent zu sehenden Begriff um? Und an Sie, hier fehlt ja gerade dieser Zeitfaktor, dass man sich Ruhe gönnen kann, dass man eben die Veränderungen mittragen kann. Sie werden ja einem aufoktroyiert. Wenn es noch eine dritte Frage gibt, irgendwas flimmerte gerade hier in meinem Sichtbild, aber vielleicht war das eine Täuschung, dann würde ich... Ich sehe die Person nicht. Hier in der Mitte ist noch jemand, der Herr Norange. Ach, da. Dann nehmen wir die auch noch dran und genau, dann würde ich das Wort nochmal an euch übergeben. Ja, hallo, schönen Dank also für die anregende Diskussion. Mein Name ist Hans Möller. Ich bin Meteorologe und auch hier bei ATTAC aktiv in der Diskussion um die sozialökologische Transformation. Ich meine, die erfordert viele konkrete, auch organisatorische Dinge, aber die entscheidende Frage ist schon angesprochen worden, ist die Energiebasis. Das ist meines Erachtens die Kernfrage, wenn wir die nicht lösen oder wenn wir die einfach offen lassen und davon ausgehen, wir können in Zukunft so viel Energie verbrauchen wie bisher. Wir machen es halt nur nicht fossil, sondern nicht fossil, also mit Sonne und Wind, dann wird das nicht gelingen können. Weil wir sehen das schon zum Beispiel hier die Wasserstoffproduktion. Die setzt eben nicht nur Sonnenenergie voraus, sondern auch Wasser. Und das ist genau in den Regionen, wo die Sonnenenergie ausreichend zur Verfügung steht, knapp. Also es gibt da, glaube ich, schon in Marokko deutliche Konflikte darum, ob die bereit sind, Wasserstoff herzustellen, einfach weil die das Wasser selbst brauchen. Ja. Also ich denke, die entscheidende Frage, an der alles hängt, ist, wie können wir den Energieverbrauch und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, den Leistungsverbrauch
reduzieren. Ja, das ist nämlich ein kleiner Unterschied, ob ich genügend Energie habe oder ob ich auch die Leistung bereitstellen kann. Und ich sage es mal ganz klar, wenn wir davon ausgehen, es kann sich jeder ein SUV leisten, es ist halt nur elektrisch, dann bricht bei uns auch das Netz zusammen. Also das ist eine ganz entscheidende Frage und es geht nicht nur um Energie, oder man muss die Energieeffizienz auch zur Energieeinsparung nutzen. Auch da hier Beispiel der Automobilindustrie, der Verbrennermotor hat in den letzten 40 Jahren beide, also sowohl der Otto als auch der Dieselmotor, haben Effizienzgewinne von zwischen 50 und 60% gehabt. Aber der Energieverbrauch hat zugenommen, weil die Dinger einfach explodiert sind. Also das nochmal ist meine Meinung. Energiebasis ist das entscheidende Kernelement, auf dem alles steht. Also mit dem steht und fällt alles. Jetzt habe ich große Lust, den Energierat mit Ihnen zu besetzt weiterzuführen. Ich glaube, dass ein wichtiger, dass ein Baustein zur Lösung der Probleme der begrenzten Energie und auch der Frage, welche Energie man nehmen will, tatsächlich wiederum dieses Konzept des öffentlichen Luxus ist. Weil je mehr Bereiche man privatisiert, aber auch attraktiv und zugänglich macht, also gute, große, saubere Schwimmbäder und dann verbietet man alle beheizten Pools und gut funktionierende Transportinfrastruktur, um von den Verbrennungs- oder auch den vielen Elektromotoren wegzukommen. Also die sozusagen freie Verfügbarkeit der aber dann möglichst effizient und kollektivierten Ressourcen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil, um nicht immer nur in dem Diskurs zu sein, also wie kann man weniger und knapper und verbieten, dass ein Elektroauto also wie ein Tesla aussieht und er kann nur wie ein Cinquecento Fiat aussehen oder so. Also das, ich finde ja die Fiat viel schöner, aber das wäre ein Aspekt. Ich glaube, ich meine das schon ernst mit dieser Idee des zeitlich gedachten Materialismus, dass es möglich sein müsste, auf diese Art auch über Energiegewinnung nachzudenken und vergleichen zu können, über welchen Zeitraum man bestimmte Energieressourcen herstellen und sozusagen auf Dauer, also bleibend produzieren kann. Und da gibt es ja auch interessante Berechnungen, dass zum Beispiel Solar und Wind sehr viel vernünftiger ist als mein als Landwirtstochter Lieblingshassobjekt mit diesem Biodiesel, der Nahrungsmittelflächen wegnimmt, große Bodenerosion macht und gleichzeitig pro Fläche viel weniger Kilowattstunden produziert, als Solar und Wind machen würde. Also diese Abwägungen stünden dann im Zentrum. Das mit der dem lebenslangen Lernen. Ich finde es so interessant, ich glaube, man braucht einerseits die Zeit für die Demokratie und die Zeit der Bildung ist, glaube ich, eine andere Struktur. Und mit der steht und fällt auch, wie gut die Debatten gelingen. Denn in der Debattenkultur, die wir im Moment manchmal haben, wo auch Meinungen sowas wie Privatbesitz sind, an denen wir nicht rütteln lassen, also damit gelingt dann auch keine Demokratie. Aber wenn man versteht, dass Meinungen Überzeugungen sind, die man ändern kann und die man sozusagen neugierig auf den Prüfstand stellt in Bildung, dann hat man auch das Handwerkszeug, was man braucht für Kompromisse und für informierte Entscheidungen. Und ich finde, Bildung ist immer ein sehr gutes Beispiel dafür, warum so ein verkürzter Wahlfreiheitsbegriff letztlich in die Unfreiheit führt. Denn das, was ich erst noch lernen muss, kann ich mir ja gar nicht aussuchen. Und Bildung ist eigentlich gerade die Befähigung zur Selbstbestimmung und zur Emanzipation, aber die hat nicht dieses, also man kann das nicht einfach so konsumieren, weil man eben gar nicht weiß, dass es da was gibt, was man nicht weiß. Ja? Und man muss sich auch dann gewissermaßen dem unterziehen, gebildet zu werden. Genau. Und ja, je besser das gelingt mit der Reduzierung der Erwerbsarbeitszeit, auch pro Woche und pro Monat, umso mehr Platz wäre ja für die Bildung. Und ich finde da aber auch wichtig, dass man dann einen weiten Bildungsbegriff hat, der nicht nur so
sozusagen die Distinktion an Universitäten beinhaltet, sondern eine reflektierte und besprochene Arbeitswelt. Also ich bin so groß geworden, dass man, also die Demokratiezeit in der Landwirtschaft ist ja immer beim Essen. Also immer, jede Mahlzeit sitzen alle zusammen, die davor gearbeitet haben. Dann wird alles besprochen und dann wird immer gesagt, wie hast du das gemacht, warum hast du dich festgefahren, wie könntest du dich nicht festfahren. So, und noch, wie man den Stall ausmistet, ist eine Frage, an der man was lernen kann über die Hebelgesetze der Physik und über Arbeitsabläufe. Genau, und diese, auch das ist Teil von Bildung. Und ich finde, es ist ein großes Zeichen der Erosion unserer Gesellschaften, dass sich alle, die, also viele, die sich es leisten können, bürgerliche Eliten, versuchen rauszuziehen aus den zentralen Reproduktionsorganen und Bereichen der Gesellschaft. Also dieser schreckliche Konkurrenzkampf an den Universitäten liegt ja auch daran, dass ganz viele Leute sich gar nicht mehr vorstellen können, ein Abwasserwerk zu leiten, weil, und eine Firma aufzuführen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, alles läuft hier so ein bisschen falsch und das Beste, was einem passieren kann, ist, sich so irgendwie in den reflektierenden, kritisierenden Bereich rauszuziehen. Und ich sage immer, also ich verspreche immer nach der Revolution, ich mache auf jeden Fall das Recyclingwerk. Ja. So, also das muss... Wie, das kann ja, ist ja verrückt, also was für ein Zeichen für eine Gesellschaft ist das, wenn eigentlich diese Verantwortung zu der tatsächlichen Reproduktion von vielen, die sich das leisten können, gescheut wird. Entschuldigung, jetzt noch letzte, ich antworte zu lang. Die Frage der Behinderung oder auch der unterschiedlichen Zeit, die es braucht, um sich jeweils zu regenerieren oder um bestimmte Tätigkeiten vollziehen zu können, ist ja eine, die ganz stark davon abhängt, wie die Gesellschaft rundherum strukturiert ist. Also welche Zugänge es gibt und wie viel sozusagen man gezwungen ist, an einem geteilten Maß von Geschwindigkeit oder Begehbarkeit von Stufen, wo keine rollen können und so weiter, einfach teilzunehmen unter den gleichen Bedingungen von allen. Und ich glaube, dass so Demokratisierung und Bedürfnisorientierung verschiedener Bereiche schon auch dazu führen könnten, dass manche Behinderungen sich eben als äußere Hindernisse also auflösen, weil in dem Moment, wo Menschen kooperieren und davon ihre Freiheit nicht eingeschränkt sehen, können, glaube ich, manche Hürden überwunden werden. Andere werden das nicht. Also es gibt natürlich echte Einschnitte und tragische Grenzen, die dann aber ja trotzdem die Frage nicht unmöglich machen, die Frage zu stellen, was wäre unter diesen Bedingungen wiederum erfüllte Zeit? Also nur weil die Partizipation an bestimmten Bereichen, Berufsleben, Bildung, so durchgetaktet ist, dass man nur in einer bestimmten Geschwindigkeit daran teilnehmen kann, ist es ja oft dann schwerer zugänglich für andere Befähigungen. Und ich glaube, da, also ja, da hat... ist die kapitalistische Gesellschaft sozusagen die schlechteste Form, um Inklusion, wo sie gewünscht ist, zu leisten. Manchmal ist es aber, glaube ich, auch wichtig, nicht immer vorauszusetzen, dass die Inklusion das Gewünschte ist. Also ich war mal in einer unglaublich tollen Performance von Michael Turinsky, der ein also stark gehbehindert und sprechbehinderter Performer ist. Und er hat gesagt, able-bodied, also so normal gesunde Leute sagen mir immer, oh, ich sehe so viel Potenzial in dir. Und ich will denen immer sagen, er hat dann auf Englisch gesagt, leave my fucking oil in the ground. Also lass einfach meine Ressourcen in Ruhe. Ich will manchmal einfach bis 11 schlafen und mein Essen gebracht kriegen und so genieße ich mein Leben. Und nicht gesagt, also diese Möglichkeit zum Rückzug aus bestimmten Leistungsanforderungen ist, finde ich, was sowieso in der freien Gesellschaft zur Verfügung stehen sollte. Ja, aber ich glaube, ich wäre da sehr angewiesen auf die Perspektiven derer, die das mehr betrifft, so wie Sie zum Beispiel. Ich fange andersrum an, dann knüpfe ich gleich da direkt an. Ja, danke, dass Sie es nochmal auf den Punkt gebracht haben, ne? Dass sozusagen viel Zeit haben nicht gleich bedeutet, dass man mit der immer alles anfangen kann, was man will.
Und das ist, glaube ich, sozusagen eine Grundprägung unserer Gesellschaft. Also es ist halt darauf ausgerichtet, dass sozusagen maximale Leistung rausgezogen wird und sozusagen da, wo nicht viel Leistung zugerechnet wird, Menschen, denen eine Behinderung zugeschrieben wird, da wird sozusagen dann außen vor gelassen. Und wenn es die dann gibt, dann gibt es sowas wie sehr schlecht bezahlte Arbeiten, wo sozusagen Dankbarkeit dafür sein kann, dass es jetzt eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung gibt. Also ich finde, das ist so starker Ausdruck, wie unsere ganze Gesellschaft daraus ausgerichtet ist, sozusagen, dass der Able Body, also der irgendwie normgesunde Körper sozusagen das Maß der Dinge ist. Und wenn man das sozusagen auf Gesundheit allgemein umschaltet, ist es ja auch den Punkt, den wir vorher hatten, ne? Also dass sozusagen wir ständig leistungsfähig sein müssen und die ganzen Regenerationsphasen, die unsere Körper so brauchen, gar nicht mehr eingerechnet werden und deswegen immer mehr Menschen Burnout haben, auch Krankheiten bekommen, sozusagen stärkere Einschränkungen erfahren. Und genau es deswegen auch nicht nur darum gehen würde, wenn wir jetzt über die Zeitverteilung sprechen, wie kriegen wir alle möglichst viel Zeit? Also wir haben jetzt auch mehrfach das Beispiel von sozialen Garantien genannt und nicht das von einfach nur einem bedingungslosen Grundeinkommen, weil ich glaube, es ganz stark die Frage ist, wo haben wir eigentlich Strukturen in unserer Gesellschaft, wo kommen wir zusammen? Und Arbeit ist ja auch deswegen so wichtig, weil es vielen Menschen eine sinnstiftende Tätigkeit gibt. Auch wenn sie dann oft, also sagen, große Teile der Gesellschaft sagen, meine Arbeit ist nicht so sinnstiftend, aber es gibt uns einen Platz und es gibt uns sozusagen, darauf ist sozusagen unser Leben ausgerichtet. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, Räume zu haben, die uns dann Struktur und sinnstiftendes Miteinander sein geben, wenn es nicht nur die ganze Zeit Lohnarbeit ist. Ich mache den Schwenk zu Ihnen beim lebenslangen Lernen. Ich finde es total schön, dass ich dadurch, dass ich mich einige Male positiv auf die IG Metall bezogen habe, jetzt gleich IG Metallerin geworden bin. Um das kurz klar zu Danke, danke. Also genau, um das klarzustellen, ich komme sozusagen aus der Zivilgesellschaft, eher aus dem Öko-Bereich und wir haben bloß Workshops gemacht mit der IG Metall, deswegen habe ich ein paar Mal darauf bezogen. Ich bin stolzes Verdi-Mitglied, aber sonst habe ich nicht so viel gewerkschaftlichen Hintergrund. Was Sie nochmal deutlich gemacht haben, finde ich, ist diese Frage von, wo im Leben haben wir eigentlich genügend Zeit? Und das lebenslange Lernen ist dann spannend, wenn wir sozusagen in der Rente noch viel Zeit haben, was sozusagen in besser situierten Teilen der Gesellschaft, die wahrscheinlich jetzt hier stärker vertreten sind, eher der Fall ist als bei den Müllmännern in Paris, wie du es vorhin genannt hast. Die sagen ja nicht Rente mit 64, weil sonst ist eigentlich meine statistische Sterbenszeit dann, wenn ich in Rente gehe. Und in dem Zusammenhang geht es ja genau darum, wie können wir das sozusagen so verteilen, dass wir nicht nur auf später hoffen, sondern das im aktuellen Leben stärker haben. Also zum Beispiel als Teil einer 4-Tage-Woche oder wir hatten ja auch die Aushandlung sozusagen als Auszeiten, die man wieder haben kann, also jetzt irgendwie Sabbaticals oder eben Pflegezeiten, wie jetzt in Tarifen ausgehandelt wurde, also zwischendurch immer wieder Verschnaufzeiten oder Zeiten für Dinge, die wichtig sind zu dem Zeitpunkt im Leben. Genau, und aus der Geschichte von, aus der Perspektive von zivilgesellschaftlichen Organisationen ist ja genau so, dass RentnerInnen eigentlich die größte Ressource an zivilgesellschaftlichem Engagement sind. Ne? Also auf die Menschen, die sozusagen jetzt ganz stark in zivilgesellschaftliches Engagement reingehen, sind eigentlich die Älteren sozusagen, die sagen, okay, angesichts der Krisen möchte auch ich Verantwortung übernehmen und also alle Organisationen sagen immer super. Die Leute, die mit viel Zeit kommen, sind eigentlich gerade viel auch Menschen, die in Rente gehen. Die Frage zur Energieverteilung und der sozial-ökologischen Transformation. Also bei der Energiefrage geht es ja ganz essentiell darum, für was setzen wir diese Energie ein. Ne? Also wie jetzt unser deutscher Energiebedarf ist ja nicht Gott gegeben, sondern es ist ja also ist Ausdruck der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und es ist Teil von einer Aushandlung. Und deswegen ist natürlich die Frage, benutzen wir unsere Energie dafür, dass wir genau SUVs produzieren oder Düngemittel, die wir in die ganze Welt exportieren oder Rüstung, also dann sind wir bei den drei großen Bereichen der deutschen Industrie mit Autochemie und Rüstung, oder benutzen wir die Energie eher dafür, dass wir hochtechnisierte Krankenhäuser haben, wo sozusagen die Energie, die wir noch brauchen, sozusagen in medizinische Leistungen geführt ist. Das ist kein Entweder-Oder, ne? Aber es ist ja trotzdem ein Aushandlungsprozess. Und den haben wir eigentlich noch viel zu wenig. Und darin stellt sich natürlich auch die Frage der Suffizienz. Also was ist eigentlich das richtige Maß? Und unser Energieverbrauch, also er steigt weiter total stark an. Und
da gibt es halt viele, meiner Meinung nach, Illusionen darüber, dass demnächst Energie sozusagen die Energiefrage gelöst sein wird. Das haben wir schon immer, dass wir denken, die Energiefrage wird demnächst gelöst. Das war eine Zeit lang, war es irgendwie Kernatomkraft, dann war es Kernfusion. Jetzt ist es halt Wasserstoff. Aber das ist Teil von ausbeuterischen neokolonialen Weltverhältnissen, wenn sozusagen wir jetzt mit Solarenergie in Marokko dann Wasserstoff produzieren. Und natürlich kann Wasserstoff Teil vom deutschen Energiemodell sein, aber halt nur ein ganz kleiner Teil. Damit werden wir jetzt irgendwie nicht unsere Wohnungen heizen oder so. Und deswegen stellt sich schon die Frage, wie benutzen wir Energie insgesamt? Genau, und da muss natürlich auch berücksichtigt werden, dass in allen erneuerbaren Energien ja weiter Ressourcen verbaut sind. Also in einem Windrad sind irgendwie 3 Tonnen Kupfer beispielsweise. Das muss alles irgendwo herkommen. Also auch wenn es dann nicht mehr eben fossile Energien in dem Sinne sind, haben die ja einen Ressourcenabdruck. Und also das ist jetzt nochmal ein neues Thema für einen ganz anderen Abend, aber sozusagen innerhalb der ökologischen Debatte. Sie klingeln schon, wir sind echt wirklich gleich fertig. Innerhalb der ökologischen Debatte gibt es eine große Freude darüber, dass sozusagen die Klimafrage so klar ins Zentrum gerückt wurde. Aber die Klimafrage wird halt ganz oft über einfach Energie gelöst. Und dass es da sozusagen andere Umweltkrisen gibt. Also wir haben 9 planetare Grenzen, davon sind 6 gerissen. Also da sind sozusagen viel größere Fragen dahinter und die können wir nicht nur einseitig lösen, indem wir nur immer auf mehr Energie setzen. Das war jetzt kein utopischer Abschluss. Vielleicht können wir darauf verweisen, dass diese Fragen dann wiederum bei der Global Assembly eine Rolle spielen werden, die nochmal der Hinweis vom 15. bis zum 17. März stattfinden wird und wir damit quasi unseren Auftrag für heute Abend erledigt haben. Ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanke. Vielen Dank für die sehr intensiven Diskussionen und Beiträge eurerseits. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Kommen und auch bei allen, die diesen Abend hier im Forum möglich gemacht haben. Vielen Dank.